an mit der Frage, was ist der ESM? Wozu ist der da? Was kann der? Was darf der? Hui. Mein Gott, das hat mehrere Facetten. Die Frage der rechtlichen Verankerung oder der demokratischen ist ganz anders zu beurteilen als allenfalls die finanziellen Auswirkungen. Und dann wieder die Verschränkungen mit anderen Themen. Aber es ist natürlich die Konstruktion und die Vorgeschichte, das hat eine Spur dieser widerwärtigen Tradition, die in Europa Platz gegriffen hat, speziell seit Ausbruch der Finanzkrise, dass unter dem Schlachtruf Emergency, alles relativ schnell gehen muss und auf Regierungsebene und Regierungschefebene verhandelt wird und Konstruktionen gewählt werden neben den europäischen Verträgen. Also das ist also aus der Verfasstheit der Union heraus ein Riesenproblem. Gleichwohl dazu gesagt werden muss, dass das natürlich nur die Euro-Länder betrifft, jedenfalls primär. Trotzdem, diese demokratische Nicht-Einbettung in das Europäische Parlament jetzt nämlich, von der Gewaltenteilung her, das ist eines der Hauptprobleme mit Sicherheit. Aber Vorbesprechung erlaubt, jetzt wollen wir uns eher auf die finanziellen und sozialen Auswirkungen da stürzen. Ich meine, der ESM hat es vorweg. Aus meiner Sicht wäre der gar nicht notwendig, wenn die Europäische Zentralbank so agieren würde, wie die amerikanische Fed oder wie es in Großbritannien läuft, dann würde die Notenbank ganz anders agieren können, hat sie für die Zukunft auch angekündigt. Möglicherweise ist die ganze Kiste in der Form ohnehin obsolet, wenn mit wenigen Bedingungen und Einschränkungen die Notenbank auch Staatsanleihen kaufen würde, die Europäische Zentralbank in dem Fall. Weil das nicht so war, hat man sie immer irgendwie drüber helfen wollen. Ich meine, es gibt ja diese Vorgängerkonstruktion. Aus dem heraus ist es hier entstanden, dass man das dann permanent institutionalisieren wollte. Was das ist, um eine erste Bewertung vorzunehmen, glaube ich, das ist wirklich eine ambivalente Sache, so das bei jeder Gelegenheit, weil die Gelder, im Wesentlichen sind es im Übrigen Haftungen über Kapital der teilnehmenden Staaten organisiert werden. Im Wesentlichen wäre, wenn es gut eingesetzt wird, das eine Möglichkeit, die Zinslast der Länder zu drücken, die da in sogenannte Schwierigkeiten geraten, in der Regel natürlich mit Problemen in den ökonomischen Kerndaten, herkömmlich betrachtet jedenfalls, aber jedenfalls dann Opfer von Spekulationsattacken werden und deshalb Zinsdifferenzen zahlen, die aus den ökonomischen Grunddaten nicht rechtfertigbar sind oder nicht erklärbar sind. Griechenland wäre vielleicht eine Ausnahme, aber die Kiste müsste vielleicht extra besprochen werden. Aber die Wirkungsweise wäre, sozusagen im Guten eingesetzt, dass dann Italien und Spanien nicht 6-7% Zinsen zahlen müssten, während Österreich und Deutschland und Holland zum Beispiel von dieser ganzen Finanzkrise ja rabiat profitiert, das sagt ja gar keiner, weil wir de facto nur mehr 2% zahlen für 10-jährige Anleihen. Das ist sozusagen das Niedrigste seit 996 oder was, wo die erste Babenberger urkundlich erwähnt worden ist. So war es noch nie, ne? Und trotz AAA-Verlust, alles ein Blödsinn, weil das Geld irgendwo hin will und muss. Ne? Aber was nicht einzusehen ist, dass die einen 6-7% zahlen, selbst Italien, das wirtschaftlich eigentlich stark wäre, und die anderen 1-2%. Und der Wirkungsmechanismus wäre, dass durch die Haftung der stärkeren Staaten, jetzt stärker, vieles unter Anführungszeichen, wenn ich herkömmliches Jargon verwende, dass die dann billiger zum Geld kommen. Negativer Aspekt könnte sein, wenn die Auflageprogramme, die damit verbunden wären, quasi drakonisch sind und ihrerseits zu wirtschaftlichen Depressionen deshalb allein beitragen. Das ist aber noch ein anderer Aspekt. Die ganz große Frage ist ja die, wie es mit der Gläubigerhaftung ist. Ich
Und da ist jetzt die Gefahr des Missbrauchs wäre dort gegeben, wo man im Nachhinein ein Geld zur Verfügung stellt, um jene rauszukaufen, die vorher, wie beschrieben, zu hohe Zinsen kassiert haben. Und deshalb bleibt das eine ambivalente Sache. Weil je nachdem, wie das sozusagen in der konkreten Situation aufgestellt ist, muss man das dann bewerten. So ist der Befund. Aber wie gesagt, die Gläubigerbeteiligung ist in dem ESM das erste Mal überhaupt drinnen. Das hat es bis jetzt noch nie gegeben. Das wäre sogar ein Verhandlungserfolg, den die deutschen und deutschen Grünen hier in den Vertrag selber reinbracht haben, weil es zumindest möglich wäre, allerdings nicht verpflichtend, muss man hinzufügen, dass bevor überhaupt sozusagen Spanien zum Beispiel oder dort ein Programm anläuft, dass die Gläubiger mal einen Beitrag leisten müssten. Bei der Griechenland-Hilfe, bei der ersten, war es ja so, dass die alle schön laufen gelassen wurden, was unserer Sicht nach ein schwerer Fehler war. Jetzt haben wir uns aber noch nicht ganz angenähert, was denn der ESM eigentlich ist, so in den Grundprinzipien. Wieso? Ja, die ökonomische Wirkungsweise kann, je nachdem wie eingesetzt wird, unterschiedlich sein. Die Idee, die dem zugrunde liegt, ist aber, die Zinslast zu verteilen, indem gehaftet wird. Gut, also ich fasse zusammen, der ESM ist eine Finanzinstitution, die in die Geld eingezahlt wird, beziehungsweise Haftungen gegeben werden, wesentlich mehr Haftungen als eingezahlt wird und darüber finanzschwache oder in Not geratene Länder stützen soll. Ich will nicht widersprechen, ja. Wie würden jetzt diese Unterstützung funktionieren? Ja, da gibt es verschiedene ökonomische Möglichkeiten, die kann man jetzt vielleicht wirklich abkürzen, die Frage, weil ich sie vorher charakterisiert habe. Typischerweise könnte Geld aufgenommen werden am Kapitalmarkt zu wesentlich günstigeren Zinsen, so um 3% vielleicht. Wenn nicht blöd vorgegangen wird, so wie bei der Griechenland-Hilfe, da hat es extra noch Hilfe und Anführungszeichen da einmal 1-2% Aufschlag gegeben. Das ist ja sowas Ähnliches organisiert worden. Also da würden die das wirklich alles zurückzahlen, was ich bezweifle, weil die sind einfach insolvent. Aber würde das wirklich gehen, wie die immer behaupten, dann würde man ja tatsächlich noch Geschäft machen mit denen. Aber da wäre jetzt die Überlegung, dass dann halt mit einem kleinen Aufschlag sozusagen das weitergereicht wird. Ergebnis der Übung, nicht 7% werden zahlt, sondern 3,5%. Von den attackierten Ländern. Aber welche Mittel hat der ESM, um das zu erreichen? Der ESM selber agiert im Wesentlichen über einen Mix. Der kann Verschiedenes tun. Das wird ja hoffentlich die Politik nicht vorschreiben, welches Detailinstrument gemacht wird. Der ESM kann auch am Sekundärmarkt Anleihen aufkaufen zum Beispiel so die Zinsen drücken. Der kann aber auch einfach eine Haftung für einen Kredit übernehmen und den Kredit billig weitergeben. Also alles Mögliche. Meines Erachtens hat er ja viel zu wenig Möglichkeiten. Die wirklich gescheite Geschichte wäre gewesen, das wird einmal von Deutschland verhindert worden, dass der ESM wie eine große Bank agieren kann, indem er einfach bei der Europäischen Zentralbank seine Aktiva anbieten kann zum Hinterlegen, um dann wieder entsprechend von der Zentralbank Geld zu bekommen, aber dann mehr natürlich, wie eine Bank. Und das zu günstigen Konditionen, und das geht es ja am Schluss immer. Es geht ja im Wald geht's immer um die Zinsen, zu günstigeren Zinsen weitergeben kann. Dann hätten wir auf Umwegen das erreicht, was eben die FED, die amerikanische Zentralbank macht oder eben auch die britische. Das ist aber verhindert worden, das ist jetzt nicht möglich mit dem jetzigen Konstrukt. Aber sonst ist ziemlich vieles möglich. Also bei dem, was ich recherchiert habe, sind ja vier Möglichkeiten untergekommen, wie der ESM sozusagen Staaten helfen kann. Das eine ist bei kurzfristigen Finanzierungsschwierigkeiten Unterstützung durch Bereitstellung einer Kreditlinie, dann Ankaufen von Neuemissionen, nennt man das in Anleihen, am Primärmarkt oder am Sekundärmarkt und einem Staat ein Darlehen geben, das der dann an seine Banken weitergeben kann, um die zu retten. Genau. Und das sind alles Maßnahmen, die Zinsen drücken sollen für die Anleihen. Das ist die Wirkungsweise.
Welche das sagt, das ist ja von vornherein strittig. Das heißt ja eben Unterauflagen. Das ist eher, glaube ich, eine politische Entscheidung, die da dann getroffen wird. Aber wenn das so blöd organisiert wird wie in Griechenland, dann ist das natürlich aus sich heraus ein Schaden. Aber auf den Schaden muss man dann warten, dort, weil den organisiert ohnehin schon der Fiskalpakt, gegen den wir aus diesem Grund auftreten. Ich glaube, ich werde anfangen, die Verständnisfragen gleich zwischen meinen Fragen zuzulassen, weil ich habe das Gefühl, ich sehe noch ein paar fundierte Gesichter an. Ist allen ungefähr klar, was der ESM ist? Oder? Okay. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen, falls ich etwas Falsches sage, widerspricht es mir. Es ist eine Finanzinstitution, es ist keine Bank, aber es ist eine eigenständige Institution, in die von den Ländern der Europäischen Union 80 Milliarden insgesamt eingezahlt werden, in Tranchen, und die Länder übernehmen für 620 Milliarden Haftungen. Das heißt, die müssen sie nicht direkt einzahlen, aber falls das irgendwann schlagen wird, müssen sie es dann zahlen. Ja, jetzt haben in Österreich ca. 2 Milliarden eingezahlt und 19 Milliarden, also alles aufsummiert dann bis zu 19 Millionen Milliarden. Den größten Anteil hat dann Deutschland, glaube ich, 27 Milliarden. Das ist völlig adäquat. Also ein Angebot zu dem, was sie an der EZB haben. Mit diesem Geld, wenn ein Land in Zahlungsschwierigkeiten kommt oder es kurz bevorsteht, dieses Geld kann der ESM Klima, das ist in dem Fall der Gouverneursrat, also die Organisation, die Menschen, die das verwalten, in die Hand nehmen und entweder direkt einem Staat einen Kredit geben oder die Staatsanleihen, also so einfach so Schuldscheine, kaufen, entweder direkt vom Staat oder von anderen Leuten aufkaufen, um die Anfrage zu steigern, je höher die Anfrage, desto niedriger die Zinsen. Oder wenn ein Staat in die Bedrängnis kommt, weil die Banken in dem Staat kurz davor sind einzugehen, kann der ESM dem Staat Geld geben, damit der Staat seine Banken retten kann. Unter Auflagen, das heißt, es müssen dann entweder die Staaten oder die Banken bestimmte strukturelle Reformen machen, über die man streiten kann, ob sie sinnvoll sind. Das ist völlig offen, du kannst eine Bankenaufsicht verordnen, oder es kann auch ein Unglück passieren und dann wird das Geld einfach abgeschmissen. Ja, du hast vorher angesprochen, es gibt sowas wie eine bedingte Haftung von privaten Gläubigern. Die Haftung wäre dann nicht bedingt, aber die Frage ist, ob sie zum Zuge kommt. Aber was mit diesem ESM an sich, das ist einer der erfreulicheren Dinge gelungen ist, dass gleichzeitig die Staatsanleihen zukünftig per Klausel drinnen haben müssen, und zwar sämtlicher Euro-Länder, dass der Schuldenschnitt über Nacht möglich wird. Weil das war das große Problem bei Griechenland. Ne? Die Privaten, die drinnen waren, haben sie nicht organisiert sozusagen erwischt, so jetzt verzichtet es einmal 30 oder 40%. Die haben sich ja alle aus dem Staub gemacht in dieser Zeit von 1-2 Jahren. Und dann die Dublin sind, haben dann halt noch irgendwie einen Beitrag geleistet, der ist meines Erachtens eher künstlich hochgerechnet worden auf 100 Milliarden. De facto waren es ca. 50 Milliarden, kann man sagen, immerhin. Aber hätte man die erwischt, die vorher, und bei den anderen soll es ja nicht so weit kommen, das ist ja die Idee von dem ESM, muss man schon dazu sagen. Aber hätten wir diese Klauseln gehabt, dann hätte man natürlich dort die großen Fonds, die Papiere gehabt haben, aber auch Banken, das wären dann eh wieder Folgen, damals noch britische und amerikanische auch, haufenweise natürlich französische und deutsche, hätten die über Nacht verzichten müssen. Und das waren damals noch Banken, die ihrerseits noch nicht verstaatlicht waren in Deutschland. Ne? Das sind ja dann, mittlerweile ist ja das gesamte Griechenland-Risiko mehr oder weniger in öffentlichen Händen. Die Privaten sind ziemlich draußen. Einen kleinen Schuldenschnitt haben sie gemacht. Der große Vorteil wäre, ob das politisch wirklich so durchdruckt wird, ist eine andere Frage. Aber mit dem ESM wäre es zumindest möglich, dass bevor überhaupt eingegriffen wird, dieser Schuldenschnitt passiert. Das ist eine Änderung zuvor. Also Schuldenschnitt heißt in dem Fall, Immer die privaten Gläubiger. Dass die privaten Gläubiger nicht ihr ganzes Geld zurückkriegen, sondern auf einen Teil verzichten müssen. Genau. So. Es ist jetzt ungefähr klar, was der ESM ist, oder gibt es? Gibt es noch Fragen, dann würden wir die gleich machen, weil wenn wir jetzt weiter diskutieren und da noch was offen ist, dann verwirrt das wahrscheinlich nur noch mehr. Gut, keine Fragen. Dann
Der ESM steht ja sozusagen nicht allein da, sondern ist ja eingebettet in einen ganzen Haufen von Maßnahmen, die in diesem Euro-Rettungsschirm drin sind. Was gibt es denn da ungefähr noch? Oder wie hängt das? Naja, da muss man jetzt begriffen, typischerweise wird der Euro-Rettungsschirm ja für ESM verwendet. Also eingebettet in wird dann vielleicht nicht passen. Aber natürlich gibt es alle möglichen Vorstellungen und Bemühungen. Das ist ja je nach ideologischer Sichtweise unterschiedlich. Aber wenn wir immer einen Kern herausziehen, um eine Achse zu ziehen durch die Maßnahmen, die diskutiert werden, wäre vielleicht die Spekulationsbekämpfung, also das Zurückdrängen oder Abwehren, je nach Intensität der Bemühungen und der Erfolgsaussichten, so ein Koordinatensystem. Was haben wir da? Der ESM ist diesbezüglich umstritten, wenn er richtig funktioniert, kann er auch zur Spekulationsbekämpfung dienen. Das ist jedenfalls meine Überzeugung. Er kann aber auch missbraucht werden in die genau andere Richtung. Das ist das Thema da. Wir haben mit einer verpflichtenden, leider ist sie ja nur fakultativ, mit einer verpflichtenden Gläubigerbeteiligung erreicht man schon eine gewisse Spekulationsbekämpfung, auch weil natürlich eine abschreckende Wirkung erzeugt wird. Nachteil, dann sind natürlich im Vorhinein die Zinsen wieder um das höher, weil wenn ich als Investor, sage ich mal positiv, schon weiß, dass man das droht, dann rechne ich vorher umso mehr ein. Ne? Soweit so nachvollziehbar. Aber allerweil denke ich mir, ist noch besser, man hat das als nicht. Das ist aber sehr umstritten. Gerade die angeschlagenen Länder, unter Anführungszeichen, haben sich sehr gegen diese Gläubigerbeteiligung gewehrt, weil sie eben dann schon in der Gegenwart die höheren Zinsen gefürchtet haben. Aber wenn es darauf ankommt, ist es besser, man hat es, als man hat es nicht. Gerade so wie der ESM selber. So, aber wie die wirklichen Maßnahmen sind andere, das sind Lenkungsmaßnahmen an den Märkten. Das wäre die berühmte Finanztransaktionssteuer. Und zu der kommen wir vielleicht, wenn wir diese Bedingungen diskutieren, die wir da herumverhandelt haben. Das gibt es jetzt noch nicht. Nein, das gibt es nicht. Naja, das war eine Forderung und da ist einiges auf den Weg gebracht worden. Aber nur, wo das eingebettet ist, das war ja die Frage. Ne? Und wenn ich weiter entlang dieser Achse als Finanztransaktionssteuer, ist natürlich aus dem Sinn eine gute Sache, gar nicht so sehr jetzt, weil ein Geld reinkommt, das auch. Aber also das ist ein anderes Motiv sozusagen. Aber die Wirkungsweise einer gut gemachten Finanztransaktionssteuer ist mit Sicherheit eine, die die Spekulation und je nach Ausgestaltung dieser Steuer massiv zurückdrängt. Warum? Weil diese Handelsgeschichten, die vorgehen in Sekundenbruchteilen, in zig Milliarden Höhe, wo es um ganz minimale Spannen geht und wo Computerprogramme das zum Teil mitorganisieren, die erzeugen ja diese, zum Teil auch diese eher unerwünschten Ausschläge dann in den Kursbewegungen, die würden zurückgedrängt, weil das unrentabel wird. Weil wenn jede Finanzbewegung auch nur ein Promille oder ein Zehntel Promille Steuer hat, dann beeinflusst das die wirklichen Investitionen, die man ja will, werden dadurch nicht beeinflusst, weil das immer nur mal die Portokasse. Irgendein Investment irgendwo auf der Welt oder von mir aus in Europa von 50 Millionen Euro oder so in 2 Milliarden mit einer bestimmten Vorausschau, wie sich sowas, wie sowas entweder gesellschaftlich oder auch privat Nutzen erzeugt, da ist diese, das ist gar keine Belastung, das spielt es nicht einmal. Aber alles, was in Sekunden hin und her fliegt, spielt das sehr wohl. Ist aber noch immer nicht das Optimum, wenn es um das geht und wenn es um die Attacken auf den Euroraum geht. Also, aus meiner Sicht ist es ja ohnehin eine Attacke auf das europäische Sozialmodell, was da abgeht, jedenfalls auch. Aber die wirkliche Waffe gegen Spekulation wären, und da bin ich felsenfest davon überzeugt, gemeinsame europäische Staatsanleihen des europäischen Währungsraums, vulgar Eurobonds. Das würde im großen Stil und vor allem das erzeugen, was man sich vom ESM erhofft. Nämlich sozusagen durch die gemeinsame Haftung, die dem definitorisch ja zugrunde liegt, den Zinsausgleich zu schaffen und damit im europäischen Durchschnitt jetzt vielleicht 2-3% Zinsen erzeugen würde. Diese gemeinsamen europäischen Staatsanleihen und die Finanztransaktionssteuer sind ja Sachen, die es jetzt noch nicht gibt. Was sind denn andere Maßnahmen, die die Europäische Union gesetzt hat, die es schon gibt? Ja, nichts Brauchbares. Nicht viel. Also gemessen an dem, dass die Krise 2008 sich herangebirscht hat und nein, voll aufgetroffen ist, ist das Ergebnis bescheiden. Ne? Die Weichen müssen aber in die Richtung gestellt werden. Das ist ja völlig klar. Wo immer mehr verspricht tatsächlich ist, und sind diese Bankenaufsichtsgeschichten in mehrerer Hinsicht,
Da braut sich was zusammen, was wirklich vielleicht Respekt verdient und Hand und Fuß haben könnte. Im Übrigen gibt es da zu all diesen Bereichen, wenn das denn das Thema ist, weil ja vor dem Hintergrund, was diese SM-Verhandlungen im österreichischen Nationalrat wiederum erzeugt haben, zu all diesen Bereichen gibt es sozusagen ein Verhandlungsteil mit der Finanztransaktionssteuer, mit Eurobonds, soweit Österreich das beeinflussen kann, aber auch was diese Bankenregulierung betrifft, die das erste Mal greifbar wird. Stichwort: Banken müssen auch pleite gehen können. Dort liegt ja der Hauptschaden auf dem europäischen Kontext. Und wie es ausschaut, schaffen wir, dass wir nächstes Jahr, also mit Verhandlungen heuer schon, auch in Österreich das erste Mal ein Bankwesengesetz kriegen und Begleitgesetze, wo zum Beispiel Hypo unter Kommunalkredit geordnet, und das geht es ja, geordnet in Konkurs geschickt werden kann. Weil bei ungeordneten Crash ist das immer das Problem, dass du wirklich schwer sagen kannst, was noch alles ist und wo noch ein Schaden steht. Aber auch auf europäischer Ebene passiert da wirklich was Brauchbares. Das ist das Einzige, was ich erkenne. Ansonsten geht alles für too little, too late, wie es zutreffend heißt, zur Krisenbekämpfung. Ich werde nochmal jetzt das vortragen, was sozusagen meine Nachforschungen zu dem, was es gibt, ergeben haben. Das sind drei unterschiedliche Bereiche, unter denen gemeinsam der ESM sozusagen als Schutz steht. Das eine sind stabilere Haushalte, da ist zum Teil der Fiskalpakt, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen, ein Teil, aber auch solche Vertragswerke mit verwendeten Namen wie Sixpack und Twopack, in die wir jetzt dann doch lieber nicht so genau hineinschauen. Aber das sind alle diese Maßnahmen, die absichern sollen, dass Staaten sich gar nicht mehr so sehr verschulden. Dann stabile Wirtschaft, da gibt es auch einen Haufen von Vertragswerten, die so ökonomische Überwachungsverfahren beinhalten, ich glaube auch so etwas wie Investitionspakete, und einen stabileren Finanzmarkt, was du schon angesprochen hast, mit der Finanzmarktregulierung, Bankenaufsicht und diesen Stresstests für Banken. Das heute jedenfalls, wenn es darum geht, Finanzkrisen zu bekämpfen, für das Entscheidende. Das andere sind ja zum Teil ökonomisch-soziale Abwägemaßnahmen, Fiskalpakt und derlei Zeug. Flora, du hattest eine Frage? Ja, ich möchte einmal genau wissen, was die BEIT, ich weiß nicht einmal, wie man das ist, Abkürzung, Bank von irgendwas, was die anders macht als die Europäische Zentralbank, und mich würde auch interessieren. Die Federal Reserve. Wie? Ja, also die amerikanische Zentralbank, was man tut. Okay, was die anders macht und was der Mario Draghi, der ist doch in diese Richtung gegangen, dass die Zinsunterschiede nicht so hoch sind. Und die waren doch dann ziemlich euphorisch in Zypern, und jetzt hat es aber so geklungen, als wäre da überhaupt kein Fortschritt passiert. Das ist, ich habe viele Fragen und ich kann sie gar nicht alle stellen, aber etwas möchte ich doch noch fragen. Und zwar, ich habe immer wieder gelesen in dem Zusammenhang von Gelddrucken, also einfach vervielfältigen. Und da hat mein Verständnis komplett aufgehört, weil ich einmal irgendwann gelernt habe, dass das sozusagen der Anfang der Inflation ist, und je mehr Geld man druckt, wir wissen ja, welche Summen da nach den Kriegen, zum Teil nach dem Ersten Weltkrieg waren. Und ich verstehe das überhaupt nicht, also das verstehe ich nicht, dass man jetzt noch immer sowas macht und was das für einen positiven Effekt haben kann. Je mehr Geld es gibt, desto weniger ist es wert, desto weniger sind auch die Schulden wert, wäre, glaube ich, die ganz banale Antwort. Ja, auch ein Wirkungsmechanismus, ja. Wenn wir Geld drucken, damit ist ja immer gemeint, in Wahrheit ist die Notenbank, ist ja die, das ist ja keine Bank in dem Sinne, in Wahrheit ist das eine Behörde. Die Behörde, die für die Geldpolitik eines bestimmten Währungsraums zuständig ist. Und üblicherweise meint man mit Gelddrucken, eigentlich negativ konnotiert, dass die Notenbank Geld in Umlauf bringt, und da gibt es völlig unterschiedliche Methoden, wie die Notenbank Geld in Umlauf bringt, alle die der ESM hat und noch viel, viel mehr, wie die da agieren können. Aber gemeint ist in Wahrheit, dass ohne viel Sicherheiten sozusagen oder ohne Bezug auf die Realwirtschaft, auf die Wirtschaftsgänge eines Staates dann in dem Zusammenhang meistens gemeint, Geld rauslassen will. Wie muss man sich das vorstellen? Jetzt im Kontext von der Eurokrise zum Beispiel. Also das passiert doch nicht unkontrolliert, oder?
Nein, typischer, nein, das ist ja nur ein Vorwurf. Es passiert ja nicht. Das ist ja nur ein Vorwurf. Wir müssen uns ja auch immer aufpassen, in welchem Diskurs wir uns da bewegen. Ja? Da gibt es aus meiner Sicht einen Haufen rechtsgedrillte Ökonomen und Interessensvertreter, die einfach alles schlecht machen, was da daherkommt und was da überlegt wird. Und mit Gelddrucken ist ja gemeint, als Vorhalt sozusagen oder als Vorwurf, dass man einfach Hausnummer Italien, dem italienischen Staat, für das Budget dort, von der EZB einfach das Geld gibt, ohne jede Rückstellung oder was. Das ist nicht beabsichtigt. Das heißt, das ist eigentlich eine Metapher. Ja, sicher. Das wird nicht gedruckt. Nein, es ist ja das Geld, muss man sowieso sagen, das Geld drucken. Wenn wir von Geld reden, ist das ja zu über 90%, also zu fast 99% ist das was, was nie in unsere Geldtasche drin ist. Das sind nur wechselseitige Titel, sozusagen Titel. In der Regel kommt sowas über Kredite auf die Welt. Aber das ist wieder eine andere Frage. Nur die Amerikaner, zum Beispiel, die machen es schon so, nicht unkontrolliert jetzt da, ohne völlige Rücksicherung, Geld in dem Sinn drucken, aber jedenfalls viel lockerer. Und das funktioniert deshalb, weil die ganze Welt den Dollar halt nach wie vor nachfragt. Ja, aber gerade deshalb ist es dort. Aber umgekehrt ist es ist eine alte Kontroverse. Also die linken Ökonomen hätten zumindest bis vor kurzem gesagt, es ist ihnen viel, viel lieber, das langfristige Risiko einer Inflation, dass da halt das Geld, also geht es um hunderte Prozent oder was, ein paar Prozent weniger wert wird oder die Preise dann steigen, wenn damit kurzfristig erreicht werden kann, dass die Wirtschaft dann komplett absauft, die wirtschaftlichen Aktivitäten. Und dafür gibt es verschiedene Ursachen, warum das passiert. So wie der Finanzkrise, weil sich die Banken kurzfristig selber kein Geld mehr leihen, dann bricht dort was zusammen. Oder weil Wirtschaftsschocks auftreten und dann sozusagen klassischerweise die Investitionen einbrechen von den Privaten, von den Staaten, weil das Budget klein wird. Und selbst wenn was da ist, die nicht investieren, weil sie sagen, die Zukunftshoffnungen sind schlecht, wir investieren nicht typischerweise. Ne? Und da kann die noch nicht ewig, weil mehr weniger als 0% Zinsen wird schwer, da müsstest du ja schon was gezahlt kriegen dafür, dass du was investierst. Da kann die Notenbank das halt so weit runtertreiben, so weit sie kommt. Und das ist ja zum Teil in letzter Zeit passiert. Und die Europäische Zentralbank macht das in viel geringerem und Ausmaß als die anderen beschriebenen. Und die sind damit nicht schlecht gefahren, sozusagen. Und das ist genau der Hintergrund der Debatte, was der Draghi da angeredet hat, dass sich die Europäische Zentralbank viel mehr in diese Richtung bewegen wird. Würde sie das wirklich tun, hätten wir uns die ganze ESM-Debatte sparen können, das sagst du nochmal. Ja, was ist konkret erreicht worden? Da sind wir wohl so ein Vorwurf. Bevor nichts ist erreicht worden, dabei. Ach so? Dabei ist nichts beschlossen. Wir leben nur in einer Winterankündigung dabei. Bevor wir sozusagen zu der Erweiterung des Themas und Diskussionsfragen kommen, jetzt noch kurz mit den konkreten Fragen zum ESM. Ich werde jetzt einfach meine letzten drei Fragen zusammenziehen, weil ich merke, dass du es eh gern alles vernetzt diskutierst. Und so. Der ESM wird ja, wie du auch schon angesprochen hast, sehr kritisch gesehen. Michael Nikbatsch nennt es das größte Schuldenkarussell der europäischen Geschichte. Von vielen staatlichen Institutionen wird es als dauerhafter Krisenbewältigungsmechanismus verkauft. Und du hast ja auch schon selber gesagt, das ist eine zweischneidige Angelegenheit. Wenn man es gut einsetzt, kann es Spekulationen vorbeugen. Und wenn man es schlecht einsetzt oder falsch, kann es Spekulationen auch noch fördern. Darum jetzt aber gemeinsam, was sind denn sozusagen, was waren unsere Kritikpunkte, was habt ihr verhandelt, dass ihr dann im Endeffekt doch zugestimmt habt und dann trotzdem dem Fiskalpakt nicht zugestimmt habt? Also ich kann jetzt noch einmal kurz vorlesen, es ist ja am Bundeskongress ein Antrag beschlossen worden, mit was man denn eine Zustimmung zum ESM verbinden sollte. Das waren an europäischen Sofortmaßnahmen geordnete Entschuldungsverfahren für Staaten und Einbeziehung privater Anleger, also Banken und Spekulanten, als Zukunftsmusik auf europäischer Ebene die Finanztransaktionssteuer und Eurobonds und auf österreichischer Ebene die Vermögenssteuer, Erbschafts- und Schenkungssteuer und die Reduktion von Steuern auf unteren und mittleren Einkommen. Also welche dieser Punkte konntet ihr einbringen
Und wie hat sich durch die Verhandlungen dann eure Position geändert, dass ihr gesagt habt, ihr stimmt es doch zu? Was die ersten zwei Fragen waren, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, dass man mit dem Nick-Backsteuer eröffnet hat, der das als Schuldenkarussell bezeichnet. Ja, was ist das Problem? Ja, ich würde da auch dieser Hysterie mal entgegenwirken wollen, weil zuerst einmal ist ja, was man immer vom Kollegen Nick-Backsch halten will, aber die Frage ist, ja, der den Banken und der Suchsausschuss in Grund und Boden geschrieben hat zum Beispiel, vielleicht nicht zufällig. Na, lassen wir das. aber nein, mittlerweile vertragen wir uns wieder besser. Aber das Wesen von Schulden und was dem gegenübersteht, das ist ja nicht immer das Gleiche. Ne? Das kann einmal was Gescheites oder mal was Schlechteres sein. Da gibt es aus meiner Sicht keine endgültigen Wahrheiten. Beglückwünsche all jene, die ganz genau wissen, was da wahr oder falsch ist. Ich würde mich eher hüten davor, solchen Leuten auf den Leim zu gehen, kann das auch nur anraten, die genau hundertprozentig sagen können, was da richtig oder falsch ist. Die zweite Geschichte ist die Dimension. Bitchen. 500, wenn wir das jetzt in Österreich anschauen wollen, ne? 2%, unter 2%, weit weniger als 2% des BIP ist diese Einzahlung. Und wenn ich mir dieses Werkel jetzt vorstelle, auf 10 Jahre verteilt, da sind wir wieder gleich, weil die Haftungssumme insgesamt, die maximale Haftungssumme ist ja nicht zehnmal so hoch. Ne? Also wovon reden wir da? Wenn ich mir anschaue, was die österreichische Kontrollbank, was die Jahr und Tag macht, was dort für Summen aufstellen, da kämpft man da um Transparenz, dass wir überhaupt irgendwas sehen, das sind ganz andere Summen, die da dahinter stehen. Und letztlich glaube ich, dass die Fragestellung ganz andere sein muss. Kann das so wirken wie positiv eingesetzt, dann ist er nämlich zu klein, aber möglicherweise braucht man eh nicht mehr. Und wenn er schlecht wirkt, ist alles schlecht. Das ist ja völlig logisch. Aber die Dimension, die jetzt da ist, ist wirklich im Verhältnis zur europäischen Wirtschaftskraft, ist das relativ minimal, sodass ich mich manchmal wundere, ob man nicht da zwischendurch uns an der falschen Front verlaufen hat. So, was war also Bundeskongressantrag und diese Dinge, was ist da verhandelt worden? Das ist eine längere Geschichte, dafür sage ich es nur stichwortartig, weil das wird vielleicht in der Diskussion eine Rolle spielen und dafür würde ich applaudieren, vielleicht wird es ja da mit dem Martin dann interessant, vielleicht sogar da oder dort kontroversiell. Aber der UKO-Antrag, den wir ja gemeinsam mit anderen formuliert haben, aber maßgeblich eigentlich wir beide, war schon von großer Hilfe, muss ich sagen. Ich nehme raus, die Gläubigerbeteiligung halte ich für keinen schlechten Erfolg in dem ESM-Ding drinnen, weil früher hat es das nicht gegeben, in den ersten Vertragsentwürfen des ESM hat es den nicht gegeben. Zwischenzeitlich ist es sogar prominenter gestanden. Es war eigentlich eine Bedingung und dann ist es in eine Möglichkeitsform umgewandelt worden. Blöderweise aber, wie erwähnt, auf Druck der Franzosen und Schirmherrschaft für die Portugiesen, Spanien und Italien, weil die halt ad hoc höhere Zinsen gefürchtet haben, Argument wie vorher. Aber immerhin, es ist da, weil das bezieht ja, das tangiert ja beide Teile, dass Staaten in Konkurs gehen können und dass es diese private Gläubigerbeteiligung gibt. Und was verpflichtend ist, wie gesagt, ist, dass aus diesem ESM-Vertrag heraus alle Staatsanleihen, ich hätte das vor, wie man die Griechen ganz scheiße im Dampfen gehabt, dafür nicht möglich gehalten, dass das so rasch kommt, alle Staatsanleihen diese Klausel beinhalten müssen. So, nächster Punkt, viel spektakulärer finde ich die Finanztransaktionssteuer. Die gibt es noch nicht, ich kann nicht einmal sagen, ob es die jemals in der Form geben wird, in den nächsten Jahren zumindest, wie wir sie gerne hätten. Es wird was kommen, da bin ich überzeugt und möglicherweise auch in einer, die Finanztransaktionssteuer gibt es ja bessere und nicht so gute, ne? Aber in einer Form, wie sie ganz gut sein könnte, weil da hat ja gedroht bis März, April, ich weiß nicht, welche Feinspitze das verfolgt haben, dass das runtergefahren wird auf eine normale Börseumsatzsteuer. Jetzt wäre das vielleicht schon nicht so schlecht. Aber in Wahrheit ist es schon so, dass auf der Börse immer noch ein geregelterer Handel ist, wie das, was wir da bekämpfen wollen mit der Finanztransaktionssteuer. Und vor allem, auf der Börse werden in der Regel Anteile an realen Firmen gehandelt. Das ist also immer noch was sehr Nobles und Bestes und Heiliges gegenüber dem, was wir mit der echten Finanztransaktionssteuer mischen wollen. Und das ist wieder gelungen, dass man das auf eine völlig breite Bemessungsgrundlage stellt in diesen Verhandlungen. Und die sind ja dann nicht mit der Frau Vector gelaufen in dem Sinn, sondern die sind ja gelaufen, dass die
die Fechter, Schieder und unsere Regierung stellen mit dem ganzen Verhandlungsding, was da aufgestellt war, das deponiert haben bei den anderen europäischen Partnern. Schäuble und Merkel waren natürlich anders tangiert, und als dann der Hollande gewonnen hat, ist auf zwei Ecken was weitergegangen. Auf der einen Seite, das haben wir völlig weggelassen, die grünen Investitionsprogramme waren auch keine Bedingung am Bundeskongress. Das ist sozusagen ein zusätzliches Körbchen, dass die Europäische Investitionsbank erstens die Mittel verdoppelt, wo sie viel gescheit findet. Da geht es im Ergebnis um weit über 100 Milliarden zusätzlichen Volumen, und das vordringlich in so etwas, wie wir sagen würden, in Infrastruktur und grüne Investitionen zu verwenden hätte. Das hätte die anderen für Möglichkeiten vorher, aber das ist eh nicht der Hauptpunkt. Und innerhalb der Finanztransaktionssteuer in diesen Verhandlungen, im Wesentlichen Deutschland, Österreich, Frankreich, ist dann Folgendes passiert. Bis jetzt war das eine reine Show. Ganz Europa hat an der Show mitgemacht. Es hat nie irgendwer müssen Farbe bekennen, ob was er tut, wenn es soweit ist. Weil solange Großbritannien innerhalb der EU-27, und das ist ja kein Euro-Staaten-Projekt, sondern ein EU-27-Projekt gewesen immer, solange war klar, dass das jeder jeden Sonntag und vielleicht sogar noch am Montag erzählen kann, ohne jemals am Dienstag gefragt zu werden. Jetzt ist aber auf einmal Dienstag gewesen. Warum? Weil die Verhandlung so geführt wurde, dass man das, die Schweden im Übrigen mit, Großbritannien und Schweden abgesprengt wird und folgende taktische Vorgangsweise vereinbart hat, die wirklich durchgezogen wurde. Beim Juni-Ecofin wurde vereinbart, und da habe ich auch die Protokolle in diesen Unterlagen drinnen, dass ausdrücklich mal gesagt wird, wir begraben das alte Projekt, weil das ist nämlich ein Märchen. Es gibt so nicht mehr Großbritannien, da könnte man gerade so gut weltweit einführen wollen, was auch so entscheidend sein wird. Aber innerhalb der Euro 17 soll eine Gruppe vorangehen und vorangehen können, die wirklich will und kann. Und das innerhalb der europäischen Verträge, das muss man dazu sagen, weil die Kritik von nicht jeder allein irgendwie und nicht kompatibel, sondern innerhalb der europäischen Verträge, da gibt es die Möglichkeit der sogenannten übersetzten verstärkten Zusammenarbeit, und das ist auf die Reise gebracht worden, und dazu gibt es auch die Commitments, und darüber wird jetzt dann auch weiter verhandelt. Aber Faktum ist, dass die deutschen Grünen, die allerdings blöderweise, muss man sagen, mit dem Fiskalpakt, das sie aktiviert haben, weil die dann mit dem Fiskalpakt zugestimmt haben, die haben dagegen gestimmt, war ja Teil der Frage. Das ist aber keine Kunst zu erläutern, warum wir dort dagegen sind, sondern weil es ein relativ primitives Kürzungsprogramm ist. Aber die Finanztransaktionssteuer, ich sage dort auch nichts mehr dazu, aber bei der Finanztransaktionssteuer ist es jetzt eben so im Verbleib, dass die Verhandlungen jetzt so ausgegangen sind, dass mit der Federführung von Deutschland, Frankreich und Österreich diese Modelle jetzt geschrieben werden und bis Dezember vorlegen sollen, so lauten die Vereinbarungen. Es ist ja das allererste Mal am Ende des Juni-Gipfels der Regierungschefs extra so aufgeführt worden, das war vorher überhaupt nicht geplant, dass das ab Dezember starten soll. Manche waren zwar euphorisch, dass sie geglaubt haben, dass das 2013 schon gibt, das glauben überhaupt nicht, aber das Ziel war immer 2014, und das ist in Reichweite gekommen. Das hätte es mit Sicherheit nicht geben, wenn der Trittin und die österreichischen Grünen und dann das Kabinett von Hollande da in dieser Art und Weise Sache gemacht hätten. Finanztransaktionssteuern? Eurobonds gibt es natürlich nächsten Tag noch nicht, aber was da haben wir verhandelt mit der österreichischen Regierung, dass sie mal ein Bekenntnis abliefert, weil das war überhaupt nicht klar. Und zwar so weit gehen, dass auf einem nächsten Konvent, den braucht sie unweigerlich, weil ja diese ganze Wirtschaftsverfassung und Finanzverfassung als demokratischere und Beine gestellt werden muss, insoweit das Europäische Parlament mehr zum Reden haben muss und die Kommission mehr Regierung sein darf gegenüber den Regierungschefs. Und da ist vereinbart worden, dass die österreichische Bundesregierung erstens diesen Konvent mit herbeiführt. Zweitens, was den Fiskalpakt betrifft und vor allem den ESM, dass das Europäische Parlament Kontrollrechte bekommt. Und drittens, aber das halte ich gar nicht für so wesentlich und viel wesentlich ist, dass die rechtlichen Voraussetzungen für die Einführung der Eurobonds geschaffen wird, dieser gemeinsamen Anleihen. Da war die ÖVP strikt dagegen. Der Kunstgriff war aber dann zu formulieren, dass die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden.
Weil im Unionsvertrag brauchen wir ja nur die rechtlichen Voraussetzungen. Es muss ja wieder Demokratie üblich ohnehin eine demokratische Mehrheit sich dafür finden, das wirklich einzuführen. Und jetzt haben wir die perverse Situation. Die Verträge sind ja so streng und eng gehalten, dass es diese wechselseitige Staatshilfe ja nicht geben soll. Der 14. DSM war so umstritten und musste deshalb auch der Unionsvertrag geändert werden. Und im Übrigen nur deshalb sind wir überhaupt in die Zweidrittelrolle gekommen. Den ESM hat die Regierung allein abgeschlossen, das braucht überhaupt keine Zweidrittelmehrheit. Aber bei den Bonds ist unausweichlich, der Vertrag zu ändern. Und dort wird es dann aus meiner Sicht dort wird's dann wirklich spannend. Und da glaube ich, ist zumindest mit einer verbindlichen Erklärung der Mehrheit, bis auf Blau und Orange, der Mehrheit des österreichischen Nationalrats die Regierung beauftragt, so vorzugehen. Und das hätte ich auch noch für mal mitgehalten vorher. Und der letzte Punkt, weil es eine Rolle spielt, die Vermögensteuer, da sage ich nur so viel, weil das war immer die Frage innerösterreichisch und außerhalb, die Vermögensteuer und das Jungtim damit und auch sozusagen das Wissen der anderen um unseren Bundeskongressbeschluss hat höchst nützliche Dienste erwiesen, weil immer klar war, würden wir die Einigung zu dieser Finanztransaktionssteuer nicht erreichen, ist das Budget noch anders zu füllen, was für uns dann eine gute Verhandlungsposition war, weil die Regierung ja selber gesagt hat, in ihrer vierjährigen Finanzvorschau, ich weiß nicht, wer sich erinnert, Schuldenbremsendebatte, da haben sie auf der Einnahmenseite alles Mögliche verbucht, unter anderem die Steuergelder von der Schweiz, die Schwarzen, und die Finanztransaktionssteuer und sind ja dafür irgendwo belächelt worden, weil sie das jetzt schon einschreiben in ein Gesetz. So, wir haben sie. Und wir haben dann gesagt, aber Moment, wenn sie das jetzt nicht spürt, dass wirklich eine realistische Chance besteht, dass ab 2014 die Finanztransaktionssteuer kommt, dann ist dieses Geld innerösterreichisch aufzubringen. Entweder mit der Vermögensteuer oder durch die Verdoppelung der Bankenabgabe, das kannst du dann ja aussagen, was du in der Kürze nicht kennst. Aber insofern war sozusagen alles mit im Boot zumindest. Also ich habe jetzt folgende Punkte, wenn ich die richtig rausgefiltert habe, die ihr da mitverhandelt habt, ist diese Perspektive auf eine Finanztransaktionssteuer in einer Kernzone von 10 Ländern, die sich daran beteiligen, eine Perspektive auf Eurobonds, stärkere Investitionen in nachhaltiges Wachstum und das, was wir als Grüne auch als Investitionen sehen würden, diesen Konvent für Europa, über die nötigen weiteren Veränderungen geredet wird, die private mit der Vertragsänderung auf Eurobonds. Das hängt am Konvent drauf. Diese private Gläubigerbeteiligung und Kontrollrechte für das EU-Parlament. Ob das kommt, weiß ich nicht. Das ist sozusagen auf der Wunschliste, dazu hat sich die Regierung verpflichtet. Aber bei den Bonds kommen sie nicht mehr aus, weil das ist definitiv. Gut, dann würde ich jetzt den Martin dazu nehmen. Der hat nämlich trotz all dieser Dinge, die ausverhandelt wurden, immer noch Kritik an einer Zustimmung unter diesen Rahmenbedingungen und würde ihn jetzt bitten, diese Kritik für uns zu formulieren. Ich werde es versuchen, etwas kürzer zu machen, einen schönen guten Abend. Also, ich habe jetzt dem Werner recht fasziniert zugehört und habe mir gedacht, selbst unter seinen positivsten Rahmenbedingungen wäre ich immer noch gegen das ESM. Was unter anderem daran liegt, dass man mir das Wesen des ESM, ich werde es nur ganz kurz in einem Gleichnis versuchen zu zeigen, umreißen sollte. Was ist der ESM? Das ist überhaupt nicht die entscheidende Frage, weil der ESM ist ein Werkzeug. Sondern wem dient der ESM? Und jetzt stellen wir uns vor, der ESM wäre ein Feuerzeug. Und dann haben wir, schauen uns an, wie war die wirtschaftliche Situation in unterschiedlichen Staaten, welche Politik wurde gemacht von den unterschiedlichen Regierungen in den letzten 5 bis 10 Jahren. Eine Politik, die, obwohl in Wirklichkeit der Wohlfahrtsstaat in vielen Staaten zurückgefahren wurde, überschuldet wurde, Steuergeschenke an die Reichen etc. Und all diejenigen, das heißt die Pyromanen, die es geschafft haben, in ihren eigenen Ländern Feuer zu legen, bekommen jetzt ein Feuerzeug in die Hand, nämlich den ESM. Und damit der ESM angewandt wird, verpflichtet man sich, den Fiskalpakt würde ich jetzt als Brandbeschleuniger bezeichnen, wie man an Griechenland sieht, den Brandbeschleuniger noch mitzuverwenden. Und trotzdem hupfe ich zurück und sage, der ESM ist ein Werkzeug.
Das heißt, wenn ich auf der einen Seite mir überlegen kann, ich kann ein Feuerzeug einem Pyromanen in die Hand drücken oder der Feuerwehr, dann würde ich eher sagen, gibt es da Feuerwehr. Nur von der Feuerwehr ist weit und breit nichts zu sehen. Da gibt es aber keine Pyromanen. Durchaus möglich. Und jetzt ist es uns darum gegangen, auch am Bundeskongress, was sind glaubwürdige Schritte, die Regierungen unternehmen müssen, damit wir wirklich glauben können, weil eben der ESM ein Werkzeug ist. Sie gießen nicht Öl ins Feuer, sondern sie versuchen zu löschen. Und es war jetzt lang die Diskussion, was ist eigentlich die Ursache der Krise? Und die Ursache der Krise war ja gerne herbeigeredet, als es ist in den USA, es sind die Häuser etc. Sondern in Wirklichkeit ist die Ursache der Krise ist die absolute Ungleichverteilung des vorhandenen Vermögens, das immer mehr zugenommen hat, das Vermögen Anlagemöglichkeiten sucht etc. Und was wir gesagt haben, schauen wir doch, dass das Vermögen etwas gleicher verteilt wird. Und jetzt erlaube ich mir nur eine Bemerkung, weil ja unlängst, ich glaube vorgestern, von Allianz der Reichtumsreport rausgekommen ist. Nur Westeuropa hat ein Bruttogeldvermögen von 26.000 Milliarden Euro. Höchst ungleich verteilt. Vom Bruttogeldvermögen ungefähr zwei Drittel bis zumindest die Hälfte für das oberste 1%. Also in Westeuropa 1% besitzt rund 13.000 Milliarden Euro. Und wir müssen darüber reden, wo wird gekürzt, wo wird eingespart, wer wird belastet. Und das ist mein Vorwurf an die Grünen, warum die Vermögensteuer nicht verhandelt wurde. Die Finanztransaktionssteuer, wir werden sehen, ob sie kommt oder nicht. Es würde mich freuen, wenn die Finanztransaktionssteuer kommt, nur damit mich hier niemand falsch versteht. Aber die Finanztransaktionssteuer ändert nicht das Wirtschaften. Sie ändert nicht einmal etwas an der Vermögensungleichverteilung. Die Gläubigerhaftung, wo du selbst sagst, die ist fixiert als kann sein, dass es kommt, muss man aber auch unter den Rahmenbedingungen der handelnden Regierungen und Personen sehen. Selbst wenn in Griechenland schon ein Schuldenschnitt bei den Anleihen schon möglich gewesen wäre, heißt das nicht, dass die Privatanleger alle bezahlt hätten. Weil die Problematik ist ja, privat wird ja so verstanden, als ob es da um Privatpersonen geht. Meistens sind es institutionelle Anleger wie Pensionsfonds, Banken, Versicherung etc. Die, und auch das zeigt die Schuldenkrise, ja erst recht wieder von den einzelnen Staaten aufgefangen werden müssen. Indem man bei anderen Banken Kredite aufnimmt. Und da kommt der nächste Punkt, zu denselben Zeiten, wo wir über ESM verhandeln, vergibt die Europäische Zentralbank in unbeschränkter Höhe an Geldinstitute, Kredite mit einem Zinssatz von 1%. Mit diesen Krediten werden Staatsanleihen gekauft mit 6-7% Verzinsung und mit relativ geringem Risiko. Nö, dafür ist ja kein gescheiter die Kraft. Ja, nein, also sagen wir reden über ESM etc., anstatt zu sagen, hey, EZB, Europäische Zentralbank, gibt den Staaten direkt um 1% einen Kredit. Dann würden uns ganz viele Deutsche sagen, nein, aber wir haben mitgespielt in dem Spiel. Und wir hätten tatsächlich die Möglichkeit gehabt, mit dem, dass wir der Vertragsänderung des EU-Vertrags nicht zustimmen, weil das ist de facto dasjenige, was die Zweidrittelmehrheit gebraucht hat, dass der ESM überhaupt in den europäischen Verträgen seine Deckung findet. Das war eine Änderung des EU-Vertrags. Hätten wir die Möglichkeit gehabt, tatsächlich eine Vorreiterrolle zu spielen. Und ich glaube, dass es jetzt natürlich zukünftig darum gehen muss, aus allem, was im ESM auch am Positiven zu finden ist, weil es eben ein Werkzeug ist. Oder zumindest diejenigen Menschen, die den ESM einsetzen wollen, irgendwie positiv zu gestalten. Nur, meine Hoffnungen sind trotz allem relativ gering. Weil wenn man sich anschaut, dass der ESM, um überhaupt in Anspruch genommen zu werden, an den Fiskalpakt anknüpft und im Fiskalpakt Schuldenbremse, Ausgabenbremse, Wachstumsbremse, all diese Sachen drinnen sind, die in Griechenland und in Portugal und in Spanien zeigen, wie die Spirale nach unten ausgelöst wird, bin ich nicht sehr zuversichtlich, dass mit diesen Mitteln
tatsächlich irgendwie Mittel und Wege geschaffen werden, um aus der Krise rauszukommen. Und damit komme ich letztendlich schon zum Schluss und glaube, summa summarum betrachtet, dass es tatsächlich der glaubwürdige Schritt unserer Regierung und glaubwürdige Schritte auf europäischer Ebene gefehlt haben, um wirklich etwas an der Vermögensungleichverteilung zu verändern. Und daher der ESM, so wie er jetzt sich darstellt, eigentlich langfristig eine Bedrohung für ein gemeinsames soziales Europa darstellt und viel eher in eine Richtung geht, eine technokratische, von angeblichen Wirtschaftssachverständigen geführtes zentralistisches Europa mit einer unglaublichen Aufrüstung im polizeilichen und militärischen Bereich bei gleichzeitigem massiven Demokratieverlust droht. Und in diesem Sinne, glaube ich, müssen wir als Grüne, jetzt ist es einmal so eine Situation, trotzdem versuchen, ganz massiv dagegen zu arbeiten. Danke. Ich werde jetzt noch eine kurze Erklärungsschleife einfügen, weil das jetzt schon eingefallen ist, was hat der ESM mit dem Fiskalpakt zu tun. Man kann diesen Hilfestellungen des ESM nur dann in Anspruch nehmen, wenn man den Fiskalpakt auch unterzeichnet hat. Das ist ein Vertragswert, das sehr bekannt ist, auch unter dem Namen Schuldenbremse. Das regelt, dass man nur ein geringes Defizit im Verhältnis zum BIP pro Jahr machen darf und eine gewisse Schuldenquote nicht übersteigen darf. Das muss also sozusagen muss in nationales Recht umgelegt werden. Und da gibt es auch, wenn man sich nicht daran hält, wird ein Defizitverfahren eingeleitet auf einem eher undemokratischen Weg, das wir auch schon kritisiert haben, nämlich durch ein sogenanntes umgekehrte qualifizierte Mehrheitsentscheidung. Das heißt, es wird sozusagen, es muss nicht die Hälfte dafür stimmen, sondern es muss nur die weniger als die Hälfte Nein schreien innerhalb eines gewissen Zeitraums. Und da geht es auch. Und da geht es auch um eine gewisse wirtschaftspolitische Koordinierung. Es wird allerdings kritisiert als abschwörender Konjunktur. Darf ich noch eins, weil das ist ganz nicht beim ESM gefallen. Das ist nun tatsächlich wichtig. Der ESM dient nicht, um Staaten zu retten, sondern der ESM ist nur für Staaten gedacht, wo man glaubt, sie können sich mit Unterstützung des ESM und allen damit verbundenen Auflagen selbst wieder am Schopf nehmen und aus, wie heißt diese Phrase, dem Schopf aus der Ziel. Also sozusagen nicht für Staaten, die irgendwie konkursreif sind. Griechenland in der jetzigen Situation wäre niemals unter den ESM gekommen. Das muss man wahrscheinlich sozusagen. Das hat ja wieder was Gutes, weil dann müssen wir doch. Ich glaube, dass das klar ist. Der ESM soll tatsächlich nur dazu dienen, eine temporäre Übergangsfrist zu schaffen, damit Staaten sich aus der eigenen Kraft entwickeln. Wie auch immer eigene Kraft gesehen. Also, nochmal, gibt es Fragen oder Diskussionsbeiträge? Frage, du hast den Allianz-Report erwähnt. Was ist das gerade? Ist das eine Versicherung? Das ist der sogenannte Global Wealth Report, der von Allianz jährlich herausgegeben wird. Einfach googeln, kommt man hin. Und der versucht von 52 Ländern eine Vermögensbilanz aufzustellen, wie viel Vermögen haben sie auch über den Zeitablauf, die Entwicklung von Vermögen, Vermögenskonzentration. Okay. Werden wir etwas antworten auf die Kritik, die der Martin gebracht hat, wenn es das ist eine Einschätzungsfrage des Dings an sich. Also ich habe es, wie gesagt, für völlig überbewertet und die Schlafpilze war auch das vorher abspielen. Das wird eh heftig genug, die Spekulationsbekämpfung im Besonderen, aber unterm Strich halt eher das Doppelpunkt sozusagen wie folgendes, nämlich besser wir haben es nicht, auch wenn es nur 500 Milliarden sind oder 700, wie es das rechnet. Wenn ich aber jetzt der Meinung bin und im Übrigen, da sind wir als österreichische Grüne, die völlig exoten. Sind ja alle, also ich wüsste nicht, wo jetzt jedenfalls um im Parlament vertreten sind, es haben ja alle europäischen Grünen in den nationalen Parlamenten und erst recht jene im EU-Parlament
fast bedingungslos sozusagen nur das Gute an dem ESM gesehen. Die deutschen Grünen haben dann Anträge eingebracht, schon am Ende des Vorjahres, dass das vorgezogen beschlossen wird. Nichts verhandelt, die haben nur den Fiskalpakt herumverhandelt die ganze Zeit, wo wir sowieso dagegen waren. Das ist also schon eine Einschätzungsfrage auch. Aber wie gesagt, ich sehe es selber eher relativ kritisch, weil immer so am Pinsel gegangen ist. Bei der Griechenland-Hilfe haben wir es ja gesehen, die wir im Übrigen, das waren ja damals noch bilaterale Geschichten, im Übrigen aus dem Grund, bis auf Alexander van der Bellen, im Nationalrat abgelehnt haben. Genau bei 2010 schon, weil sich schon abgezeichnet hat, dass die großen Gläubiger, die wirklich Rehwack gemacht haben, mit dem aufkeimenden Leid dort im Moment schon, laufen gelassen werden. Und diese Konstruktion, dieser Kampf, das hast du eben schon selber gesagt, sollte es ja eigentlich anders angehen. Dann gibt es die Geschichte mit dem Fiskalpakt, ja, das ist richtig, da gibt es ein Junktim drinnen. Nur, ob der Fiskalpakt jemals so kommt, ist eine andere Frage. Und für die Länder, also der ist noch lange nicht überall durch, aber für die Länder, die wirklich angewiesen wären auf dieses ESM-Ding da, für die, da hast du ohnehin den Druck, der von der jetzigen Politik ausgeht, oder das ist sozusagen nur ein Festhalten vom Status quo. Deshalb muss man nicht gegen den Solidarfonds als solches sein. Ne? Aber die Frage am Schluss ist ja dann, jetzt verhandlungstaktisch, weil ich habe mir das ja immer genannt, wenn man da noch länger dagegen halten, obwohl wir die Einzigen sind. Und zwar immer, das ist auch richtig jetzt nochmal gesagt worden, immer gegen die Änderung des EU-Vertrags. Den ESM, den braucht keine Zweidrittelmehrheit. Und was sie dann halt abzeichnet hat und die Geschütze sozusagen, die jetzt gegen uns in Stellung gebracht worden sind, waren ja die, dass die, vor allem die ÖVP hat das vorbereitet, dass die den ESM auch ohne uns beschlossen hätten. Und zwar genauso, eigentlich wollten sie es für Juni beschließen, dann haben wir es einmal bis Juli drüber gesagt. Genau aus folgender Überlegung, dann ist das Ding einmal ratifiziert, völkerrechtlich völlig gültig. Die EU-Vertragsänderung braucht es nur wegen einem einzigen Gang in Europa, und zwar wegen Deutschland, weil die diese Karlsruhe ratifiziert wird, mit Deutschland ratifiziert. Ja, die Frage ist 90% jeweils erreicht worden. Ja, nein, so einfach ist es. Ganz einfach ist es nicht, was die Entscheidungssituation im Juni und Juli betroffen hat. Deshalb nicht, nämlich die Frage wechselt sich ja weiter. Natürlich kann man unterstellen, von dem bin ich schon ausgegangen, dass da eine große Havarie entsteht, weil in Deutschland eine Unsicherheit ausbricht, was das betrifft. Aber wie gesagt, alle anderen europäischen Grünen haben uns ja vor unserem Verhandlungsergebnis nur Kopfschütteln signalisiert oder auch Briefe geschrieben, macht es das ja nicht. Dass wir, nur weil wir in die glückliche Lage dazu haben, wir haben da nur der Werner auch wegen der die Grünen im Europaparlament, die maßgeblich unter der Knute der deutschen Grünen stehen, haben das signalisiert. Die europäischen Grünen haben unterschiedliche Sachen signalisiert, wenn man sich die Grünen in den verschiedensten Ländern anschaut. Speziell die Fraktion. Nein, das ist wichtig, speziell die, aber grundsätzlich ja, die Fraktion ist was anderes. Ich glaube, es ist generell keine für die Debatte wichtige Frage von den Grünen. Nein, das ist insofern. Nein, mir geht es ja gar nicht um einen Druck, weil da wollen wir ja sowieso nicht nachgeben, weil wir haben so exotische Positionen ja beibehalten. Ich will ja damit nur kundtun, dass das über weite Strecken anders eingeschätzt wird, was das Ding ist, weil das ist ja unser Thema, sonst hätten die Position ja nicht. So, aber natürlich hätte es eine große Havarie gegeben mit Deutschland und eine große Unsicherheit. Nur die Geschichte wäre ja dann anders weitergegangen, selbst wenn diese Vertragsänderung wirklich gebraucht worden wäre, weil Karlsruhe diesen Teil hat Karlsruhe irgendwann entschieden. Diesen Teil. Nächstes Jahr daran. Hätten wir uns noch lange weiterspielen können, nur die Überlegung der großen Mehrheit in der Clubleitung, jetzt des österreichischen, also von uns Grünen da und unter allen 20 Abgeordneten, war schon die, dass wir dann weit weniger durchsetzen werden,
wie da im Juni und im Juli dann der Herzart worden ist, weil nämlich dann der Druck so groß wird, so war halt die Befürchtung, dass man ja gar nicht mehr anders kann, als diesem Artikel 136 zuzustimmen, und die SM-Abstimmung wäre ja schon gelaufen gewesen, da wären wir schon drinnen gewesen. Ne? Auch gegen unsere Stimmen, das war auch eine der Überlegungen, und ausgewirkt hätte sich das mit Sicherheit in dem Sektor, wo jetzt der österreichische Nationalrat ja und zwar mehr Mitbestimmungsrechte hat als der Deutsche Bundestag, als das, was Karlsruhe dem Deutschen Bundestag verschafft hat. Diese Gesetze, diese Begleitgesetze, die Verfassung ist geändert worden und die Geschäftsordnung ist an dieser Stelle so gut wie auf den Kopf gestellt worden, weil da war ja nichts drinnen. Jetzt hast du ja praktisch für alle wesentlichen Entscheidungen eine Vorabentscheidung in einem zuständigen Ausschuss und in vielen Bereichen, die öffentlich von Interesse waren, muss auch das Plenum des Nationalrats auch nochmal extra zustimmen. Also das ist ein mehrstufiges Verfahren. Das wäre einfach, und das hätte sie auch nicht gebraucht. Das ist ja die Schwäche des SM-Vertrags. Der SM-Vertrag sagt ja nur, dass ob die Vertreter dort mit dem Gouverneursrat, der ist erwähnt worden, zustimmen oder nicht, und wie sie die regeln, ist Sache der teilnehmenden Länder. Und da gibt es jetzt im Wesentlichen eh nur Deutschland und Österreich, was diese Art und da geht es aber nicht um Inforechte, da geht es wirklich um Orte Mitbestimmungsrechte. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, da entscheiden dann überall, wie bei anderen parlamentarischen Regelentscheidungen, die einfachen Mehrheiten. Also da hätten wir in der jetzigen Situation, wenn sie rot und schwarz einig sind, kein Vetorecht, weil die einfache Mehrheit reicht. Das muss man dazu sagen. Insofern meine ich immer ergänzend, das ist immer wichtig. Das spielt dann eine Rolle, wenn sich die Parlamente oder das Parlament, der Nationalrat von der Regierung emanzipiert und tatsächlich beginnt, sozusagen seine Rolle wirklich wahrzunehmen. Solange es so ist, dass im Parlament eins zu eins das nachvollzogen wird, was eine Koalition, gleich wie diese zusammengesetzt ist, entscheidet, sage ich, ein bisschen handelt es sich dabei um Scheinrechte, die man sich eingehabt hat, weil das in einer Koalition eine zuständige Ministerin nicht mit dem Koalitionspartner das Einvernehmen sucht, das kann ich mir eigentlich in so zentralen Fragen nicht. Das ist schon klar, das in einer halbwegs, also vor allem in österreichischer Realverfassung funktioniert, das ist schon richtig, nur du musst den ganz anderen Effekt sehen. Der hat bei einigen von uns, glaube ich, ziemlich eine große Augen gemacht, was das bedeutet hat. Ich selber war gar kein Verfechter von diesen ganz strengen Mitbestimmungsrechten des österreichischen Nationalrats. Ich sage das ganz offen, weil mir das Europäische Parlament in solchen Dingen viel wichtiger ist, und für mich ist das in der Zukunft auch noch eine Abtauschmasse. Wenn das Europäische Parlament, und da sollte man so drängend sein, sozusagen in die Rolle kommt und gebracht wird, auch über so einen Konvent, hier wesentliche Mitbestimmungsrechte zu haben, sollten die nationalen Parlamente, und momentan gibt es eh nur zwei starke, eben Bundesrepublik und wir hier, wieder nachlassen. Aber was ist der taktische Effekt nebenbei? Mit diesen Mitbestimmungsgesetzen ist eine Regierungsbeteiligung von der FPÖ so gut wie ausgeschlossen. Weil niemand mit der FPÖ in Koalition gehen wird, also jedenfalls in diesem Stil der österreichischen Realverfassung, wenn man sich dann sonst außerhalb im Nationalrat Mehrheiten holen will, weil völlig klar ist, dass jetzt, sonst wäre die Regierung allein geblieben und hätte die Ministerin, die wäre halt von der ÖVP gekommen, wenn wir schwarz-blau wieder an die Wand malen wollen, und hätte halt irgendwie was down, und dann hätte es vielleicht auch Schwierigkeiten gehabt. Aber jetzt muss ich das von vornherein in die Koalitionsverhandlungen hinein. Also ich halte es momentan für ausgeschlossen, dass die Blauen in der Regierung kommen, solange wir diese Mitwirkungswaffe da haben. Aber allein glaube ich, dass das alles Richtung Europäisches Parlament. Du bleibst halt draußen mit 40%, ist das besser? Ja. Ich sage ja nur, was auch ein Effekt war, was ein Nebeneffekt, das ist ja nicht das Ziel gewesen, die Frage war ja ursprünglich, ob der österreichische Nationalrat da große Mitbestimmungsrechte hat oder nicht. Ich behaupte ja, und zwar in einem Ausmaß, wie ich es für jedes europäische Land gar nicht wünschen kann, muss ich ganz offen dazu sagen. Weil nämlich, wenn wir unter 17 Ländern in jedem Nationalrat, und ich gehe immer davon aus, dass man mit dem Ding auch was Gutes machen kann,
dass man sehr wohl in Spanien für einmal für ein, zwei Jahre die Sache hinüberhieven kann, um die einfach aus diesem Schuldentum Zinsenfall herauszuholen, zumindest vorübergehend. Wenn dann in Finnland und irgendwo und in Holland und in der Slowakei, da haben wir es ja schon erlebt, die einzelnen Mehrheiten, oft auch und in anderen Ländern getrieben durch rechte Mehrheiten, dann mit den üblichen Spielchen da dagegen fahren, gegen die faulen Südländer. Insofern halte ich diesen Verhandlungserfolg sogar für ambivalent. Wir haben eine Frage. Ja, zwei. Und zwar, müssen die nationalen Parlamente dann überhaupt bei den Entscheidungen immer mit einbezogen werden? Gibt es nicht auch so Geheimverhandlungen und mit Geheimhaltungsverpflichtung? Jetzt bei ESM entscheiden. Ja. Zwei Fragen. Und die zweite ist, hätte es jetzt verhindert werden können oder wäre das auch durchgegangen ohne die Zustimmung der Grünen oder nicht? Der ESM. Im Parlament. Ja, das zweite, das habe ich versucht zu beantworten, der ESM-Vertrag wäre mit Sicherheit abgestimmt worden von der Mehrheit und es hätte Rot und Schwarz gereicht, der Artikel 136, also die, wenn man so will, korrespondierende Bestimmung in den EU-Verträgen, um den ESM sozusagen aus Sicht der Bundesrepublik Deutschland zu ermöglichen, die wäre dann auf Eis gelegen. Und das habe ich versucht zu sagen, dann wäre er vielleicht nicht gekommen, wie der Martin argumentiert, weil Deutschland sich ertraut hätte, das zu machen. Umgekehrt wäre, behaupte ich, der Druck so groß war, dass wir von all diesen Verhandlungsergebnissen, die von denen da die Rede war, wesentlich weiter weg gewesen wären. Aber die spannendere Frage ist die erste, weil die immer wieder gestellt wird oder diskutiert wird, auch in den Internetforen. Die Geheimhaltungssache, wovon ja die betrifft sinnvollerweise, das muss ich schon dazu sagen, sinnvollerweise die Aktivitäten oder Operationen im Sekundärmarkt. Was ist das? Da geht es immer um Staatsanleihen und spanische, italienische werden dort halt gehandelt. Und eine der Hilfestellungen, das ist ja vorher bei diesen Instrumenten von dir mit aufgezählt worden, ist ja, dass am Sekundärmarkt auch der ESM kaufen kann. Und damit gehen sofort die Zinsen runter dann, als Ergebnis. Und wenn das jetzt aber vorher bekannt werden würde, das ist die Zentralbank, die sagt ja auch, dass das tut. Die hat nur so generelle Programme, weil sie sagt, jede Sekunde, wenn sie zuschlägt. Aus besten Gründen, weil sonst können vorher die für Milliarden haben, genau das antizipieren und entsprechend klassisch spekulieren. Deshalb ist das nur vernünftig, wenn das keiner weiß. Und da sitzt da das Problem an der demokratischen, also an der parlamentarisch-demokratischen Beteiligung dieser Dinge, weil ja in einem normalen parlamentarischen Verfahren nur bestimmte Dinge geheim sind. Also du hast diese quasi Militärausschüsse und diese Dinge. Ne? Oder wenn es um private Interessen geht, in einem Untersuchungsausschuss. Aber ansonsten ist ja Transparenz und Öffentlichkeit aus guten Gründen. Ne? Da schlagen aber diese Interessen aufeinander, weil würden wir das Prinzip da durchhalten, dann kann ich gleich alle Spekulanten dieses und jenseits des Atlantik einladen und dann ist der ESM zum Grenn rein und dann schmeißen wir ein Geldesgeld hin. Also das würde die Wirkung vereiteln. Und trotzdem gibt es parlamentarische Beteiligung, also in Deutschland gibt es das so nicht, in der strengen Form wie in Österreich und jetzt wird gerade mit ganz komplizierten Geschäftsordnungsverhandlungen überhaupt geschaut, wie man das am Boden bringt, weil das wird noch nachgezogen, dass es einen 7er Ausschuss gibt, der in der Regel die Finanzministerin, die Österreich dort vertritt, oder den Finanzminister, auch vorab bindet, also die darf dort genau nicht tun, was sie will, aber wenn jetzt diese Entscheidungen anstehen, dass da allerstrengste Geheimhaltung herrschen muss, aber nur immer dieser Teil. Also der ESM hat ja, weiß ich nicht, einen Haufen die genannten und in Wahrheit noch mehr Instrumentenmöglichkeiten, nur in diesem Teil, dass in diesem 7er Geheimgremium genehmigt wird. Aber es ist natürlich auch, wenn du so willst, ein parlamentarischer Ausschuss, der genau zu diesem Zweck gegründet wird.
Und dann hast du noch andere Sachen, die zu lösen sind. Du musst auch die sieben, die dort sind, die Abgeordneten, entsprechend behandeln wie potenzielle Insider, weil du mit diesem Wissen könntest du ja selber Geschäft machen und deshalb brauchen die Gesetze, die da jetzt dafür das formuliert werden, so lang, weil ja das kollidiert wieder mit dem Dasein des Abgeordneten. Ne? Aber diejenigen, die da drinnen sind, die müssen alles offenlegen, darauf, das läuft jetzt raus. Jede Transaktion, jede Beteiligung, alles und dürfen bestimmte Geschäfte gar nicht machen, weil das so sensibel ist. Und ich bin dafür, dass das so läuft, weil sonst brauchen wir das Instrument gar nicht. Und das wird von den Rechten jetzt immer missbraucht, sozusagen, das, was da verhandelt worden ist, ist gar kein Erfolg, weil das ist eh nur das Siemer Geheimgremium. Ja, nur in dem Ausmaß, aber wir haben viel, viel mehr Instrumente, wo das nicht ist. Und beispielsweise die berühmte Kapitalerhöhung, also wo wir jetzt halt 2 Milliarden einzahlen, sollte jeweils das 3 Milliarden werden oder nur 1 Euro mehr als jetzt genehmigt, dann ist es vorab, dann aber durch einen anderen Europaausschuss zu genehmigen, vorab und auch im Nachhinein noch vom Plenum des Nationalrats. Also da in Wahrheit regiert der österreichische Nationalrat in dem Board, also in dem Gouverneursrat mit. Das ist rausgekommen. Und die Befürchtung war, wenn man im Juni, Juli da jetzt noch dieses Verhandlungsergebnis ins Trockene bringt, weil das wäre alles nicht abgestimmt worden, aber wenn ich mit der ÖVP bin, mache ich das natürlich auch, dann muss ich offen stimmen dazu, weder dem ESM noch der EU-Vertragsänderung, dann gehen wir echt das nervös, gibt sich einen anderen langen Arbeit. Tschüss und Pause. Und dann wäre halt der Krieg ja ausbrochen sozusagen. Muss ich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieser Zusammenhang mit warum muss aufgrund von irgendwas in Deutschland der EU-Vertrag geändert werden, alle verstanden haben. Deshalb würde ich jetzt den Martin bitten, ob er das vielleicht noch einmal anders formulieren kann. Vielleicht in aller Kürze. Die ursprüngliche Variante des EU-Vertrages, in Wirklichkeit des Vertrages über die Währungsunion, das muss man auch dazu sagen, der Artikel 136 über die Arbeitsweise der Europäischen Union ist halt mit dem Lissabon-Vertrag dazugekommen und in Wirklichkeit wollten sich alle Nationalstaaten eine neuerliche Ratifikation der EU-Verträge ersparen und deshalb hat man diesen Ausweg gesucht und hat ihn so verändert, dass es für Deutschland möglich ist, zu akzeptieren, dass auf europäischer Ebene Stabilitätsmechanismen in Gang gesetzt werden. Das war der Kernpunkt, warum das und auf Basis der alten Verträge war das nicht möglich. Und das und ohne diese Änderung hat das Bundesverfassungsgericht in Deutschland gesagt, geht das nicht. Also es hätte der deutschen Verfassung nicht. Es hätte der deutschen, also Deutschland hätte den europäischen Stabilitätsmechanismus nicht einführen und beschließen dürfen, solange nicht auf europäischer Ebene das geregelt ist. Und deshalb hätte eine Verhinderung der Änderung der europäischen Verträge dazu geführt, dass der ESM nicht ratifiziert werden könnte von der Gesamtheit, weil damit der ESM Gültigkeit erlangt, müssen 90%, das ist aufgeteilt in Geldmittel, von den 700 Milliarden Euro, was der Gesamthaftungsrahmen inklusive der Einzahlungen ist, 90% dieser Summen müssen von Ländern, die daran teilnehmen, beschlossen werden. Und nachdem Deutschland alleine 28%, vielleicht sind es dann 26 oder 27, das heißt Haftungsrahmen hat, heißt es, wenn Deutschland nicht zustimmt, hätte der ESM nicht die Kraft treten können. Aber war nicht genau das Argument in Karlsruhe, warum der ESM sozusagen nicht verfassungskonform ist? Die Karlsruher Verfassungsrichter haben argumentiert, der ESM ist deswegen konform, weil Deutschland ein de facto Vetorecht hat. Ja, aber das ist erst dann gekommen, weil erst mit dieser Änderung, das hat, nein, okay, du meinst jetzt was anderes. Das war aufgrund der aktuellen Klagen. Ohne die Änderung des Artikel 136 wäre es überhaupt nicht in Frage. Das ist, dass in Deutschland jetzt trotzdem Menschen geklagt haben und gesagt haben, der ESM beeinflusst das war vor 80, ja, die sind nicht zur Entscheidung gestanden. Beeinflusst viel zu sehr, sozusagen greift viel zu sehr in die nationalen Handlungsspielräume ein. Und der zweite Punkt, der zentral geklagt wurde, wäre, dass es in Wirklichkeit nicht nur die 28% Haftungssumme, also knapp 200 Milliarden Euro für Deutschland gibt, sondern eine viel, 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 viel höhere Summe. Auch darüber
Das ist jetzt sozusagen gesagt, da muss der Bundestag zustimmen, sollte das jemals der Fall sein. Aber in Wirklichkeit wird in der öffentlichen Diskussion momentan verneint, dass es eine höhere Haftungssumme geben kann, als für Österreich zum Beispiel, glaube ich, die 19 Milliarden Euro, also unseren Anteil. Problematisch wird es bei der momentan laufenden Diskussion über die Hebelung. Die, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das ist ja schon wieder im Gang, eine Hebelung um 2 Billionen Euro zusätzlich. Wo nichts anderes damit gemeint ist, dass im Endeffekt und der ESM mit seinen, ich glaube, das sind nur 500 Milliarden genommen worden, plus 2 Billionen vom Privaten, all die kaufen dann Staatsanleihen etc. mit der Krux als einer Möglichkeit, sollte es zu Zahlungsausfällen kommen. Und das ist das, was sozusagen den privaten und institutionellen Anlegern angeboten wird. Die ersten 20% Verlust werden aus dem ESM-Betrieb. Weil es heißt ja nicht so, dass immer komplett alle Schulden ausfallen. Schauen wir uns einen Konkurs an, gibt es Konkursraten etc. Das Problem dahinter ist, dass natürlich es dazu führen kann, wenn alles wegfällt, dann würden die institutionellen Anleger in Wirklichkeit Zuschuss brauchen, also nationale Banken, nationale Versicherungen etc. Und wer würde am Ende wieder drauf sein, so wie es in Wirklichkeit bei Griechenland war? Natürlich die öffentliche Hand. Das heißt, über diese Hebelung steigt natürlich die Risiko A der Inanspruchnahme und B auch das Risiko, dass in Wirklichkeit weitaus mehr Summen notwendig sein werden, dann nicht mehr im Sinne des Nachschießens zum ESM, aber natürlich auf der anderen Seite zum Auffangen der institutionellen Anlage. Jetzt werde ich noch kurz ergänzen, warum Deutschland ein Vetorecht hat, ist, weil in dieser ESM-Organisation steht, dass 25% des Kapitals ein Vetorecht haben. Genau. Nachdem Deutschland allein über 25% hat, hat Deutschland allein ein Vetorecht und braucht niemand anderen dafür. Das wollte ich nur erklären. Und der Peter hat noch eine Frage oder Anmerkung. Ja, zu dem Vetorecht noch einmal. Also steht nicht zu befürchten, dass dieser Richterspruch in Deutschland Beispielwirkungen hat für andere europäische Länder, wo Klagen eingereicht werden, die eben dieses Vetorecht nicht haben. Das heißt, die orientieren sich an diesem Argument und sagen, na, uns fehlt das aber leider, dieses Vetorecht, und deswegen passt uns das irgendwie nicht. War das nachvollziehbar von der Frage her? Ja, aber es ist nicht passiert. Naja, das kann, glaube ich, auch nicht mehr passieren, weil der Vertrag ist ja von allen unterzeichnet. Das ist ja auch das Problem, dass zum Beispiel in Österreich, sollte es zu einer Verfassungsklage kommen, Österreich in eine ganz seltsame Situation führen könnte, wenn festgestellt wird, nein, hätte nicht beschlossen werden dürfen. Dann hat Österreich einen völkerrechtlich bindenden Vertrag abgeschlossen mit einem abgeschlossenen Gesetzwerdungsprozess und das eigene Verfassungsgerichtshof sagt, du darfst nicht. Was das bedeuten würde, ist, das war offen. Dafür relativ ausgeschlossen, weil ja, glaube ich, auch nicht, aber die ganzen Verfassungsgesetze eben von uns mitverändert wurden, was das betrifft. Aber da gibt es jetzt, muss man jetzt auch wirklich Unterschied zwischen Deutschland und Österreich. In Deutschland kommen die Verfassungsklagen bevor es beschlossen wird, und in Österreich erst nach. Aber was natürlich schon möglich wäre, ist, dass innerhalb der Länder, also aus der völkerrechtlichen Verpflichtung, kommen wir nicht mehr raus, was diese Frage betrifft. Aber innerhalb der Länder kann im Nachhinein, ich nehme jetzt die Slowakei, wo es halt schon erwähnt worden ist, die könnten schon hergehen und in ihrer innerstaatlichen Entscheidungsfindung ihre Geschäftsordnungsgesetze des dortigen Parlaments, vielleicht auch sogar die Verfassung, wenn notwendig, ändern, um den Vertreter der Slowakei dort im Gouverneursrat bestimmten Bindungen auszusetzen. Das geht schon. Das wird in der Regel schon bewirken, dass realpolitisch, dass die dann tatsächlich sich durchsetzen, weil wenn der Finanzminister der Slowakei dreimal anders sich dort benimmt, als er daheim gebunden worden ist, dann schaue ich mir an, wie lange der dort sitzt. Ne? Rechtlich ist es schon so, dass zunächst einmal gilt, was die dort sagen. Das ist schon so. Also das war immer Kritik an dem Ding. Die kann man nicht ganz sozusagen entkräften. Nur realpolitisch ist, wenn es da sowas wie wir da haben, es schauen wir an, wie oft der Minister dorthin fährt, wenn er gegen die Mehrheit des Nationalrats abstimmt. Ne?
Aber es kann ihm nichts passieren aufgrund der Immunität, die den Mitgliedern des Gouverneursrates in diesem Zusammenhang gewährt wird. Also das muss man tatsächlich dazu sagen. Wenn die Minister mehrfach Beschlüsse des Parlaments ignoriert und immer noch nicht abgesetzt wird, aus welchen Gründen auch immer, beziehungsweise auch das Direktorium, sie sind immun gegen jegliche Art der Strafverfolgung und zwar ganz intensiv alles mit allem, was im Zusammenhang liegt, mit der Tätigkeit des Gesetzes. Ja, das heißt, da könnte man sich nur auf politische Checks und Balances verlassen, dass die dann das nächste Mal nicht mehr besetzt werden. Ja, aber das ist ja abgekupfert, weil es bei allen internationalen Organisationen so ist. Das hat ja einen gewissen Sinn, muss ich dazu sagen, das ist wieder eine andere Frage. Habe ich das recht verstanden, dass es für den ESM gar nichts ausgemacht hätte, wenn Österreich nicht zugestimmt hätte, weil wir eh nur 2% haben und damit die 90% sowieso zustande gekommen wären? Ja, das ist richtig. Allerdings stimmt auch, was der Martin Margolis sagt, dass es in der Bundesrepublik Deutschland immer über die Bande sozusagen die größte Havarie gegeben hätte, weil Karlsruhe ja schon, das ist ja jetzt nicht zum Thema gewesen, aber Karlsruhe schon quasi signalisiert hat, dass es eigentlich auch hundertprozentig haben sie sich nicht entschieden, aber es war in den Raum gestellt, drohend genug, dass sich die Merkel nicht anders traut hat. Nämlich, dass es die Änderung dieses EU-Vertrags braucht. Und da haben wir in Österreich die Zweidrittelmehrheit gebraucht. Und dann würde es so stimmen, wie der Martin sagt, ne? Wenn wir die Zweidrittel hier nicht an der EU-Vertragsänderung gegeben hätten, hätte sie vermutlich die Mehrheit in Deutschland, die Bundesregierung, und schon gar nicht das Parlament, der Bundestag, über diese Sache drüber getraut und die hätten dann aber wieder die 27% und das sind nicht mehr die 90 dann. Ne? Insofern schließt sich die Argumentation, das würde man ähnlich einschätzen, dass der rechtlich wäre es noch immer eine Spur offen gewesen, aber realpolitisch wäre das ein ziemlicher Donnerschlag geworden. Gibt es sonst noch? Warum glaubst du, dass ihr diesen Druck nicht ausgehalten hättet, wenn es so gewesen wäre? Du hast zuerst gesagt, also der ESM hätte auch beschlossen werden können ohne die Zustimmung der österreichischen Grünen. Aber diese Vertragsänderung der Europäischen, warum wäre das dann so viel schwieriger gewesen? Warum wäre diese Verhandlungssituation nicht gewinnbar gewesen, ganz egal, wie man diese Verhandlungen geführt hätte? Naja, wie lange damit? Spekuliert, dass man bei der Finanztransaktionssteuer wäre, wenn man einfach durch Zeitgewinn sozusagen noch konkretere Schritte einfordern kann, weil je näher das Jahr 2014 kommt, desto interessanter wird das ja zum nächsten Jahr, wird das was oder nicht, das haben wir schon wirklich überlegt. Nein, die Einschätzung der großen Mehrheit war schon die, dass ja dass der Hintergrund der ESM ist doch eine gute Sache. Was tut ihr da? Ihr seid für irgendwas und ihr optimiert noch was dazu. Das haben wir übrigens schon einmal gemacht, bei der Aufweichung des Bankgeheimnisses in Österreich. Da waren wir eigentlich auch dafür, hat uns eine Drittelmehrheit gebraucht und haben aber trotzdem alles Mögliche dazu verhandelt. Was anderes wäre es, wenn die große Mehrheit der ganz großen Überzeugung wäre, das ist eine ganz üble Sache. Dann ist das glaubwürdiger. Aber wenn klar ist, oder zumindest das mehrheitlich so eingeschätzt wird, das Ding wollen wir besser haben, dann entsteht die Diskrepanz. Für das haben wir es jetzt ziemlich weit vorgewagt. Aber das überzeugt mich nicht wirklich, weil das ist doch Teil des politischen Spiels, dass in dem Moment, wo endlich ich einmal einen Drücker setze, dass ich dann meine Zustimmung doch verkauft zu einem relativ hohen Preis. Ne? Ja, die Einschätzung war ja, dass wir da relativ hochpreisig verkauft haben und die Gefahr, die gesehen wurde, ist, dass nachher der Druck so groß gewesen wäre, dass wir die Mitbestimmungsrechte nicht mehr gekriegt hätten, weil da kann so nichts mehr geändert. Weil der ESM wäre dann ja schon zumindest in Österreich durchgewunken gewesen. Die unmittelbar an dem Vertragswerk geklebt, diese ganze Änderung der Verfassung und der Geschäftsordnung. Aber bei der Finanztransaktionssteuer wäre die Geschichte hätte durchaus anders laufen können, da wäre der Druck stärker geworden, glaube ich, zu unseren Gunsten. Das habe ich so gehadert. Wie lange soll man noch? Ich glaube, es sind zwei Punkte, die man auseinanderhalten muss. Das eine ist sozusagen tatsächlich die Einschätzung, was ist der ESM?
wo ja. Werner sagt grundsätzlich positiv und ich zum Beispiel sage, ich halte ihn für wertneutral. Je nachdem, wie man ihn einsetzt, ist er positiv oder negativ. Das heißt, es hängt davon ab, glaube ich, den Menschen, die momentan am Ruder sind, dass sie ihn positiv einsetzen oder eher negativ. Und meine Überlegung war und auch von anderen, in der jetzigen Situation, wenn man sich anschaut, wie sind die ganzen Vorschläge zur Rettung Griechenlands, zur Rettung Irlands, Spanien, Portugal, ist es ein More of the Same, ein weiter wie bisher, Sozialabbau quer durch Entdemokratisierung, die Wahrscheinlichkeit, Werkzeug mit der ESM positiv eingesetzt wird, ist eher nicht gegeben. Aber wenn die österreichische Regierung sich dazu bekennt und sagt, ja, wir wollen tatsächlich, dass die Vermögenden etwas beitragen, nicht Sozialabbau, sondern die Vermögenden sollen die Krisenkosten übernehmen mittels Vermögensteuer, dann wäre das ein Zeichen gewesen, um zu sagen, hey, komm, wirklich ein Umdenken, noch nicht im ganzen Wirtschaftssystem, aber zumindest einmal, wer trägt die Last der Schulden, also kann man wahrscheinlich zustimmen. Das ist der eine Teil der unterschiedlichen Einschätzung. Der zweite Teil ist die Frage, wie lange legt man Druck aus? Mein Anwalt natürlich, der Werner Recht, der ESM wäre dann beschlossen worden, vielleicht von Österreich. Deutschland hätte nicht beschlossen, hätte aber Druck auf Österreich ausgeübt. Jetzt ratifiziert es endlich die Änderung von 136 AIV, oder was weiß ich, dieser Paragraph. So, und dann hätte Österreich gesagt, nein. Oder die Grünen hätten gesagt, nein. Bei FPÖ und BZÖ die ganze Zeit nein gesagt, waren aus dem Spiel komplett draußen. Und dass da. Wie geht man um mit diesem Druck? Jetzt, ich tue mir leicht aus der jetzigen Situation, denke ich mir, war mir wurscht gewesen. Aber dass da unterschiedliche Einschätzungen da sind, das kann ich ja nachvollziehen. Dass man sagt, hey, dem Druck lang halten wir dem nicht stand, irgendwann machen wir das und dann haben wir beim ESM gar nicht mitgeredet. Also ein bisschen nachvollziehen kann ich es auch, wenn ich die Entscheidung zu mir verfolge. Ist deine Frage beantwortet, Volker? Ja. Eine Sache noch, die du mir zu Recht gesagt hast, dass es sehr wichtig wäre, diese ganze Thematik zu europäisieren und auf die Ebene des Europäischen Parlaments zu heben. Weil dass das österreichische Parlament ein Mitspracherecht hat und ein Vetorecht und dies und das und Information ist gut und schön, aber letztendlich haben wir ja europäische Probleme, hoffentlich irgendwann mal europäische Lösungen und sollten eher postnational denken, auch in unseren politischen Ansätzen. Was sagst du denn zu dem Vorwurf von Johannes Bockenhuber, der ja angeregt hat, diese Verhandlungssituation auch zu europäisieren? Das heißt, in dem Moment, wo Deutschland sagt, hallo, ratifiziert es doch endlich auch 136, dass man dann gesagt hätte, ja, aber jetzt verhandeln wir nicht mehr mit den beiden Kasperln in Österreich, sondern wir verhandeln mit denen, die wirklich in Europa das Sagen haben, nämlich mit Merkel und Hollande. Das verstehe ich. Wäre das ein. War das überhaupt je in Diskussion? Ja, sicher, aber praktisch war es gar nicht so viel anders im Ergebnis, weil wir auch mit dem Kabinett vom Schäuble direkt Kontakt gehabt haben, auch mit dem Trittin ist es ja so gelaufen und dem Schick, dem Finanzsprecher dort, dass die ja immer. Mit dem Merkel und Schäuble-Büro waren das. Das waren ja dann Tage, wo wir mehrmals am Tag hin und her telefoniert haben, gesmst oder gemailt. Dass das so nicht bekannt wurde, ist insofern ein bisschen schmerzlich, weil es unsere Rolle dämpft, was diesen, wie ich meine, dann doch auch Erfolg betrifft, speziell was die Transaktionssteuer angeht. Und das weiß ich nicht mehr, was zu dem Zeitpunkt der Johannes mitgekriegt hat. Er hat ja ursprünglich früher, waren wir mehr in Kontakt, immer vorgeschlagen, von dem haben wir uns dann aber abgewandt, dass man eigentlich unter Europäisierung hat er, bis die Verhandlung wirklich losgegangen ist, Folgendes gemeint. Dem war jetzt erst da zugeneigt sogar. Nämlich, dass das österreichische Parlament, eigentlich nur wir Grünen, weil immer nur wir sind entscheidend für die Zweidrittelmehrheit, das erzeugt ja die ganze Situation, also da wurde der Martin völlig recht. Dass wir unser Stimmverhalten einer Abstimmung im Europäischen Parlament knüpfen sollen. Das war eigentlich der Falkenhuber-Vorschlag, weil ja für ihn sozusagen das Europäische Parlament den allerhöchsten Stellenwert hat, dafür brennt er ja auch. Das ist ja sehr nachvollziehbar und glaubwürdig. Und nur das hätte den folgenden Haken gehabt. Wir hätten gleich können, so, dann wären wir auch schon wieder durch gewesen, weil hier nicht nur die Grünen im Europäischen Parlament, die jetzt eh schon ein bisschen
quasi da zurechtgerückt wurden, weil die Deutschen dazu einen Einfluss haben, Grünen nämlich, aber auch alle anderen Fraktionen, bis auf die Rechten, bis auf wenige Rechte sogar, da glaube ich aber die Raviateren jedenfalls, für diesen ESM waren und bedingungslos und je schneller, desto besser. Das heißt, wenn man das zu Ende gedacht hat, bist du noch weit kupft, zu sagen, wie wir europäisieren die Entscheidung. Und die Idee damals, wo der Johannes uns der ein bisschen mitberaten hat, sogar, da wir haben uns kurz Gespräche geführt, gerade so wie man da sitzt und halt beim Glas Wein, dass man Entschließung als Maximum was auszuholen gewesen beim Europäischen Parlament, weil ja aufgrund dieser perversen Konstruktion des ESM, das sage ich schon, neben den europäischen Verträgen rein nur eine Regierungsvereinbarung und dann Parlamente ratifiziert, das ist ja eher eine einzige Erpressungsvorgang des Ganzen, das würde ich schon so charakterisieren, dass in der Situation ja das Europäische Parlament gar nichts zu reden gehabt hat, aber die haben sie immer schon resultiert und haben gesagt, wir hätten gern mitreden, aber es ist eine gute Sache. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo wir auf die Bühne getreten werden, zu sagen, wir knüpfen unsere Entscheidung an den Willen des Europäischen Parlaments, hätte man null ausgekriegt, weil das Europäische Parlament ja schon signalisiert hat, dass es den ESM in großer Mehrheit für eine brauchbare und durchaus gute Sache hält. Das andere hat er, glaube ich, nicht so genau mitgekriegt, aber er hat uns ja auch vorgeworfen, und das wollte ich zurückweisen, weil der Johannes das vielleicht noch öfter sagen wird, dass wir verheimlicht hätten, dass die österreichischen Grünen da irgendwie eine wichtige Rolle spielen. Das kann man nun, glaube ich, nicht sagen, weil wir immer wieder zu wenig öffentlich vielleicht wahrgenommen haben, immer darauf hingewiesen haben, bis knapp vor dieser Abstimmung. Österreichische Regierung und auch Richtung Merkel und Schäuble, wenn da überhaupt nichts weitergeht, dann gibt es diese Zustimmungen. Und das war das über die Finanztransaktionssteuer. Wäre das nicht gekommen, was dann da gemacht worden ist, ich weiß nicht, wie die Mehrheit im Club entschieden hat, aber ich hätte mir jedenfalls dafür aufs Gleis gehabt, dass wir im Juni und Juli dann dem Artikel 136 nicht zustimmen. Aber die Überlegung war ja, wie viel kriegt man wo, wie her? Und offensichtlich, und das hat der Martin dankenswerterweise auch gesagt, ist es schon auch ein bisschen die Einschätzung dessen, was das wert ist, was da kommt. Ich behaupte ja, dass das gemessen an dem, wie das vor ein paar Monaten ausgeschaut hat, vor dieser Entscheidung, bei der Finanztransaktionssteuer die allergrößten Barrieren, die da waren, weggeräumt worden sind. Und wenn es jemals dazu kommt, dann war das ein entscheidender Tag. Eine Frage habe ich noch mit Martin. Du hast ganz am Anfang gesagt, der ESM könnte auch ein Feuerzeug sein. Den Vergleich habe ich nicht verstanden. Warum? Weil, also für mich ist der ESM genauso wie der unlimitierte Ankauf von Staatsanleihen durch die EZB einmal in erster Linie ein Instrument, um diese wahnsinnige Zinsspirale in den Griff zu bekommen. Also dieses Doppelspiel zwischen Finanzmärkten, Ratingagenturen und so weiter. Ich gebe da vollkommen recht, das Fiskalpakt, der Sozialabbau, all diese Sachen, die wir jetzt in Griechenland und in Spanien sehen auf der Straße, dass das der helle Wahnsinn ist und dass da wieder mal die ärmsten Damen unter die Räder kommen. Ja. Aber prinzipiell, wenn man sich vorstellt, wie strikte zum Beispiel Deutschland vor wenigen Jahren noch diese ganzen Instrumente gesehen hat, obwohl jetzt die Märkte mittlerweile auch schon Schaum gebremst ist. Ja. Also, dass der ESM als sozusagen Haftung der europäischen Staaten untereinander, was ja eigentlich bei Gründung der Europäischen Union vollkommen ausgeschlossen oder des Euro-Raums vollkommen ausgeschlossen war. Auf der anderen Seite die EZB, die das erste Mal sagt, unlimitiert Staatsanleihen ankauft, das schon sehr in Richtung FED geht, ja, also fast in Richtung Staatenfinanzierung geht. Ja, das ist ja, dann, ganz kurz, das müsste doch einem alten Linken sozusagen wirklich Lust und Laune machen, ja, weil das hat doch schon das Element der internationalen Solidarität, was man jetzt weg, dass die Banken davon profitieren und so weiter. Aber prinzipiell sind das doch zwei Dinge, ja, auch in Verknüpfung mit dem, was Barroso jetzt unlängst gesagt hat, ja, wir brauchen mehr Schritte zu einer tiefergehenden Integration, so, da geht doch einiges ein bisschen in die richtige Richtung. Ja, Feuerzeug ist ja per se nichts Böses. Nein, jetzt ganz prinzipiell. Ja, aber du hast ja gesagt, Pyromanenzündung gerne. Ne? Pyromanenzündung, Männer löschen gerne und verwenden sie auch ein Feuerzeug, um ein Chica anzuzünden. Also, es ist, nein, nur, ich versuche trotzdem zwei Sachen kurz vor eine Sache vorwegzuschicken, die FED. Weil da ist es nicht nur eine Metapher, das muss man mal ganz banal, die FED
druckt Geld. Papier. Und die Armen, ja, Noten. Und tun dann kiloweise diese Noten, Banknoten gegen andere Währungen tauschen. Das ist tatsächlich sozusagen im Gegensatz zur Geldschöpfung auch der EZB. Und da, es ist kompliziert. Genau das jetzt. Und es funktioniert deshalb, weil bei der USA die militärische Kraft dahinter steht, dass in Wirklichkeit jeder Angst davor hat, was passiert, wenn die Armen sagen, nicht die Schulden zahlen und ich würde sie eintreiben. Spielen viele, viele Mechanismen eine Rolle, aber die FED wirft tatsächlich die Druckmaschine an, um damit chinesische, wie heißt die Währung, Bing oder Yen und ja, zu kaufen, Yuan, zu kaufen und zu tauschen. Und dann liegen diese fremden Währungen in Fornox und wo auch immer. Und die amerikanischen Dollar liegen irgendwo in China, in Japan, der ganzen Welt. Also das ist so, das in Europa jetzt anders. Und es würde auch nichts bringen, weil im europäischen, vor allem im Euroraum, sagen wir es so, im Euroraum ganz viele Banken in Euro miteinander verschuldet waren und ganz viele Länder in Euro untereinander verschuldet. Gegen wen hätten sie diese Euros tauschen sollen? Und gleichzeitig fehlt, und das ist der Grund. Aber netto ist der Effekt aus dem Grunde da geregelt. Der riesige es gibt gar keine Euro-Krise. Ja, es gibt keine Euro-Krise, das stimmt. Es ist nie eine Krise der Währung. Es gibt Staatsschuldenkrisen in einzelnen Ländern. Und unter dem Motto Staatsschuldenkrise wurde versucht, und ich sage in manchen Bereichen, extremst wirtschaftlich gefährlich, sozialer Bau und entdemokratisierend zu betreiben. Jetzt komme ich nochmal zum Feuerzeug zurück, ESM. Es kann auch ein positives Werkzeug sein. Ich glaube in der gegenwärtigen Situation nicht. Aber es kann. Aber warum auch Feuerzeug? Schauen wir uns nur an die Diskussion. Kaum war der ESM beschlossen in Deutschland, beginnt diese Frage der Hebelung. Weil, das wissen auch, und das hat der Werner natürlich gesagt, Entschuldigung, Spanien und Italien kann mit den nepochanten 500 Milliarden oder 700 Milliarden inklusive der gesamten Haftungssumme nicht aufgefangen werden. Und im Endeffekt kann der ESM falsch eingesetzt nichts anderes sein als die nächste Spekulationsebene. Wie jemand, der theoretisch im Casino immer verdoppelt, weil irgendwann muss er rot kommen und dann gewinne ich wieder. Dass sich das in der realen Welt nicht so abspielt, das wissen wir mittlerweile alle. Und deshalb sozusagen auch ein bisschen dieses Symbol mit Feuerzeug. Mit einem Feuerzeug kannst du, wenn es dunkel ist, ein Licht machen und du siehst was. Und mit einem Feuerzeug kannst du was anzünden. Und der Fiskalpakt, das ist eben genau das, was wir gemerkt haben, in Spanien, Portugal, Griechenland, exzessiv, zum Teil auch in Italien, dass man mittlerweile schon, de facto jetzt das dritte Quartal hintereinander in Italien auch eine Rezession haben, das ist der Brandbeschleuniger. Das Einigkissen im Fiskalpakt, um zuzuschauen, wie sich in Wirklichkeit das Wirtschaftswachstum negativ wird die gesamte Bruttowertschöpfung auf immer ein niedrigeres Niveau hinunterzieht, die Arbeitslosigkeit steigt etc. Das ist die Gefahr. Und letzter Punkt, und dann bin ich fertig, das ist auch die Frage sozusagen der Diskussion um ein geeintes Europa. Ich würde mich freuen. Nur, es geht schon auch darum, dass man sozusagen die jetzige Realverfassung sich anschauen muss, da haben Nationalstaaten noch etwas mitzureden. Und das andere ist, wie würde man diese Verfassung für Europa über eine Sozialunion her wünschen und nicht über eine Finanzunion, dann kann eigentlich nichts Gescheites rauskommen für geeintes Europa. Liebe Frage, also es ist in den letzten Monaten, man kann fast sagen schon 2 Jahren, immer wieder doch auch gesagt worden, dass das Kaputtsparen dieser Länder, vor allem Griechenlands, eigentlich keinen Sinn hat. Du hast jetzt von dem Karussell auch gesprochen, das hinuntergeht. Und man hat immer wieder gehört, Gegenmaßnahmen, man sieht das ein und die Situation in Griechenland wird immer schlimmer eigentlich. Es sind immer mehr Leute arbeitslos, immer mehr Jugendliche arbeitslos. Und inwiefern ist das ernst zu nehmen, dass auch von Gegenmaßnahmen gesprochen wurde? Gibt es die von privater Seite? Woher gibt es die? Weil wie sollen die Griechen das leisten? Ich meine, das, was ich immer wieder höre und lese, ist so, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie unter diesen Umständen, noch dazu bei dieser komischen Zinsgebarung, wo offenbar jetzt doch eine Entwicklung ist, ich meine, da kann ja überhaupt nichts weitergehen. Ich meine, da muss ich denke mir immer, was heißt da 2 Jahre? Die brauchen 10 Jahre und wie soll das Ganze überhaupt gehen? Was habt ihr da für einen Einblick? Oder ich meine, man hört so Widersprüchliches. Naja, die Mechanismen sind schon eine Spirale nach unten, glaube ich, weil selbst wenn ich, man,
Ja, das ist ein Spezialfall, weil die Spanien und Italien schon abtrennen davon. Ja, in Griechenland war natürlich schon ein Problem, dass die letzten 10, 15 Jahre immer mehr importiert worden ist und da im Verhältnis immer weniger exportiert worden ist. Also das geht sich halt auf der und das legt sich irgendwann einmal auch aus und dann auch aufs Budget dadurch und dann hast du natürlich noch die besonders Reichen besonders gar keine Steuerzahl dran kriegt. Und, wieso ist es weitergegangen? Und als das Ganze losgegangen ist, noch möglichst viel außer Landes geschafft worden ist. Ja, und wieso das jetzt? Naja, aber das war, die sind schon ziemlich spezielle Ursachen nochmal. Und die ja Ausgabenpositionen gehabt haben, die Budgets immer, und das wären auch die Möglichkeiten, wo man eingreifen kann. Und jetzt im Übrigen noch sind die Rüstungsausgaben bei knapp 4%, früher waren es halt bei 5% der Wirtschaftsleistung. Und das halte ich schon für dramatisch, nicht? Weil das ist ja sozusagen die Herz und den Brauchkopf. Aber böse angesichts des Einbruchs der Wirtschaftsleistung in Griechenland hat das in absoluter Zeit fast verändert. Naja, so weit ist es dort nicht, aber es ist schon sehr seltsam, dass zum Beispiel die Beschaffungsprogramme dann weitergelaufen sind von dem Krempel, der da schon bestellt worden ist. Wo ist es noch bestellt worden? In Deutschland oder in Frankreich? Von den U-Booten, das wusste sie wohin. Und die Kreditfinanzierung ist auch über die Kreditinstitute nicht in Griechenland, sondern eben in Deutschland und Frankreich. Das heißt, wir haben dort immer noch rein da. Aber der Punkt ist, glaube ich, dass die, selbst es gibt viel zu schnell das Geld aus und so. Da sieht man auch wieder, dass der Kent schon recht hat, in gewisser Weise. Selbst wenn das noch so ineffizient war, das Verwaltungssystem, muss es mit Sicherheit jetzt tun. Mit Sicherheit. Aber das geht nicht über Nacht. Das ist ja das, was ich da am meisten vorwerfe, glaube ich. Diese völlige, und das ist immer immanent in diesen Austeritätsprogrammen, dass die Geschwindigkeiten, die Anpassungsgeschwindigkeiten nicht berücksichtigt werden. Weil selbst der ineffiziente Apparat sozusagen das soziale Gefüge dann noch besser leben lässt und wenn man mehr Anpassungszeit geben würde, das immer noch besser ist, weil ja jetzt dort werden die ausgeschmissen, da passiert das, da wird das gekürzt. Und das gleiche Geld fällt ja, ne? Und genau das ist ihnen ja dort passiert. Ne? Jetzt werden die Sachen, die dort noch funktioniert haben, Teile des kleineren und mittleren Gewerbes, jetzt wird das auch noch was ramponiert, weil ja keiner da ist, der irgendwas gescheit nachfragen kann. Aber trotzdem sind die positiven Beispiele. Und was wäre jetzt zu tun, war ja die Frage. Die zurückgehen aufs Land, dort was anpflanzen, ihre handwerklichen Tätigkeiten ausüben. Also ob das wünschenswert ist, dass 10 Millionen Griechen jetzt völlig abkoppeln. Biobauern auf ihren Inseln werden, weiß ich nicht. Es ist ja nicht romantisch. Die Hälfte aller Griechen lebt im Großraum Athen. Ja, angeblich gibt es eine Rückwanderung jetzt zu den Großeltern und so. Ja, und aber die das ist schauen, doch wirklich, dass also sie auf 10 auswandern. Moment, wie sind die dort geworden? Nein, aber was? Dass sie selber für ihre Bedarf haben. Was wir vorschlagen würden, wäre ja also in den nächsten 10 bis 20 Jahren schon dort rauszunehmen, Personal, wenn man so wie sagt, ist so nüchtern, dort, wo es wirklich besonders ineffizient ist. Und das ist nicht einzusehen, dass dort drei bis viermal so viele Beamte waren wie in Österreich. Das ist ja wirklich nicht vernünftig, mir scheint. Oder dass es zehnmal so viele Rechtsanwälte gibt wie bei uns, weil die sind vertrotteltes System selber weiter pflegen können. Sie machen keinen gescheiten Rechtsbestand, dafür glaubt ja jeder jeden. Für das reicht es dann schon. Das ist sehr seltsam. Es ist auch die Korruption, da haben wir spurdeutlicher ausgeprägt als bei uns, wo man sich schon unterschiedlich hat. Das habe ich früher nicht. Aber wurscht, nein, nur das, ich will gar nicht auf die Klischees herumtanzen, nur was? Das gehört langsamer gemacht und da muss man, es gibt sicher einen Haufen Möglichkeiten, wo investiert werden kann. Die Frage ist ja noch, wie kommt denn dort überhaupt noch Geld hin? Und einerseits sollte man schon privates Kapital mobilisieren, okay, da braucht es bestimmte Rechtssicherheiten und so, aber was ich glaube, ist schon die gute, das wäre ein viel solidarischer Akt, finde ich, die gute alte öffentliche Investition oder zum Teil Mitförderung. Vor dem Hintergrund, dass man endlich schaut, dass man die vielen Steuergelder, die außerhalb herumkugeln, erwischt. Das wird voraussetzen, dass man ganz einen anderen Umgang mit der Schweiz pflegt. Mhm. Auch als Europäische Union, die ja da immer dahinter steht. Da würde ich schon Möglichkeiten sehen. Und in Griechenland gibt es
auch wenn das dann ein bisschen romantisch klingt, aber gerade dort in diesen grünen Bereichen viel zu investieren, weil die haben weniger mit erneuerbaren Energien zu tun als jedes andere Land in Europa, haben aber mit und den besten Voraussetzungen. Das allein wird allerdings alles helfen. Nur es gibt und wenn man nur die Möglichkeiten ergibt, dass zum Teil die Anlagen, die dafür gebraucht werden, dann halt auf Lizenz dort gebaut werden. Ne? Und das, es wird aber den Schuldenschnitt brauchen, da führt kein Weg vorbei, und da gibt man halt so ein Geld hin, weil die werden ja sonst von den Zinsen an Asche immer erschlagen. Und das ist nicht eingestanden worden, glaube ich. Und wenn du jetzt gesagt hast, ja, da fehlen jetzt schon wieder 20, schon 10 Milliarden oder was, ich aufgrund von welcher Rechnung überhaupt. Ja, das ist alles ein völliger Schwachsinn. Ne? Ja, nein, du hast 100%ig recht. Also, man wird auch dort wieder investieren. Aber ich möchte trotzdem noch sagen, es ist trotzdem jetzt eine Situation dort, dass immer mehr Familien ihre Kinder in Kinderdörfern abgeben, weil sie sie nicht mehr ernähren können, dass die Kinder in den Schulen Hunger haben. Du hast, was du über das System sagst, 100%ig recht. Aber auf der anderen Seite ist diese Realität. Und ich frage mich, ich meine, die gehören zu Europa. Nee. Dass die inwendig sehr viel machen müssen und in der Vergangenheit wirklich vieles versäumt haben, das ist völlig klar. Aber ich frage mich, was macht man mit der Situation? Es sind angeblich schon, ich weiß nicht, 30 von 100 Jugendlichen arbeitslos. Und unter den Erwachsenen auch so viele. Also nicht ganz so viele, aber wie unter den Jugendlichen. Ich meine, ist alles richtig, was du sagst. Vollkommen richtig, ja. Aber da kann ja nur eine schreckliche Geschichte rauskommen, wenn das so weitergeht. Wir haben da das gleiche Problem zu sammeln, dann hätten wir noch eine Frage. Ich möchte mich da anschließen, gibt es in irgendeiner Art und Weise auf europäischer Ebene eine Überlegung, dass man da Investitionsprogramme in Griechenland startet? So was ich gelesen habe, gibt es ja Überlegungen, solche Sachen wie Sonderwirtschaftszonen einzurichten, wo man andere Steuersätze verwendet, ganz gezielte Behörden aufsetzt, die halt ganz genau schauen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Also gibt es da irgendwelche Überlegungen, dass man Griechenland nach der Bewältigung der Krise wieder auf die Füße hilft? Oder du wirst die Krise nur bewältigen, wenn erstens einen Schuldenschnitt gibt und zweitens, und das reicht auch noch lange, weil davon kannst du ja nicht runterbeißen, ne? Wenn das das Thema ist, und du musst, ich glaube, in Griechenland selber, da weiß ich aber zu wenig, ist sicherlich verteilungspolitisch noch so viel möglich, dass zumindest die Familien das Essen bereitstellen können. Aber da wäre ja wieder eine vernünftige europäische Politik, auch Auflagen in diese Richtung zu geben. Und die andere, und das passiert ja interessanterweise genau nicht. Und auf der anderen Seite, weiß ich nicht, wann da sozusagen ein Umkehrpunkt erreicht wird, aber mit Investitionen, die da getätigt werden, glaube ich, geht schon was. Und dann, das ist auch Geschichte, eine neuere, mit dieser Sonderwirtschaftszone da, dass man Investitionsprogramme auflegt, wo sozusagen Bonds angeboten werden, die aber auch behaftet von der ganzen Europäischen Union. Das gibt es jetzt schon. Ob das so funktionieren kann, weiß ich nicht. Man müsste das in größerem Stil probieren, glaube ich. Dass mit diesen Investitionsgeldern, die da kommen, niedrig verzinst, weil die ganze Union dafür haftet, dass da eingestiegen wird in das, was dort wirklich funktionieren kann, ökonomisch. Und damit natürlich wieder sozusagen wertvolles Geld in Kreislauf kommt. Wenn dort wieder Einkommen erzielt wird, dann kann sich da was weiterdrehen. Aber im Zweifel bin ich da dafür, dass man anständig Geld in die Hand nimmt und dort dann von uns, das ist eine Solidarfrage, ja. Und die Auflagen so sein müssen, dass nicht die ärmsten Familien immer noch weiter eingedampft werden. Ne? Das hilft ja nichts. Du kannst dann nicht mehr die Arbeitslose auf Null stellen, quasi jetzt überspitzt jetzt, ne? Und die Pensionen immer noch weiter runterkürzen. Das ist zu schnell oder so in dem Fall vom Schlechten. Und wenn langfristig, das würde ich schon im Auge haben, wenn langfristig das Lohnniveau
gerade im öffentlichen Bereich dort völlig auseinandergegangen ist und die Lohnsteigerungen dort um 30, in den letzten 10 Jahren 30 bis 40% über dem waren wie in anderen Teilen Europas, dann ist das schon problematisch, nur das rechtfertigt nicht, ein Programm zu starten, das alles ins Brennen stürzt. Das braucht Jahre, das ist so. Und ohne Schuldenschnitt wird es nicht gehen, weil das ist nur für die Ich glaube, dass es in Summe mal viel grundsätzlicheres Problem tatsächlich handelt. Ich meine, wir sind, ich habe mich dafür geschlagen, weil ich gesagt habe, im Kapitalismus gibt es unterschiedliche Phasen und eine Phase ist, wenn er an seine Grenzen gelangt, gibt es entweder einen Krieg oder eine Revolution und dann beginnt er wieder von vorne. Und in der gegenwärtigen Situation hat die Akkumulation von Vermögen und die Ungleichverteilung ein Maß erreicht, wo ohne massive Umverteilung, und da will ich jetzt überhaupt noch nicht den ökologischen Aspekt mal anschauen, sozusagen Wirtschaftswachstum eigentlich aufgrund des Vermögens, was die Bevölkerung besitzt, kaum mehr generiert werden kann. Jetzt im Zweifelsfall noch durch Export, aber, aber das vorhandene Vermögen ist so ungleich verteilt, dass das, was gerne als Konsumnachfrage, jetzt sage ich das bewusst einmal auf den Euroraum betrachtet, aufgrund der steigenden Konsumnachfrage kaum mehr wirklich Wirtschaftswachstum generiert werden kann. Während würde das Vermögen anders verteilt werden. Und das bedeutet, entweder es wird zwischen Staaten anders verteilt oder es wird zwischen den Vermögen anders verteilt. Und das heißt Schuldenschnitt in enormem Maß. Und das ist die Frage der Vermögensteuer. Und jetzt könnte man sagen, kommt es europaweit, dann kann der Kapitalismus tatsächlich möglicherweise wieder ein soziales Antlitz erhalten und eine Zeit lang noch weiter funktionieren. Ansonsten, das hätte ich vor 20 Jahren nicht so eingeschätzt, dass wir da wirklich in bürgerkriegsähnliche Situationen etc. stehen. Aber schauen wir uns doch wirklich einmal ernsthaft an, was hat sich in Griechenland in den letzten Jahren abgespielt. Das waren schon Wellen, wo es ganz knapp davor gestanden ist. Was hat sich in Frankreich in den letzten Jahren immer wieder zwischendurch abgespielt? Das war in London ein Jahr vor der Olympiade plötzlich aus dem Nichts heraus. Das sind alles Anzeichen, dass in Wirklichkeit wir in einer Gesellschaft leben und in einer Zeit leben, wo sich immer mehr Menschen immer weniger leisten können. Und bei Griechenland, ja, die Verwandte am Land haben, die haben möglicherweise auch noch was zum Essen. Ja, richtig. Die das nicht haben, die haben das nicht mehr. Ja, mitten in Europa, in Griechenland, wo wir gerne auf Urlaub fahren, hungern die Menschen in Athen. Und sie werden nicht die Letzten sein, wenn sich nicht wirklich dramatisch etwas an unserem Wirtschaftssystem ändert. Und das ist ja doch politische Blödheit zusätzlich wichtig. Ja. Nein, es wird aber verschärft etc. Aber momentan habe ich nicht das Gefühl, und ich glaube schon, dass die europäische Ebene, wenn da endlich einmal, in manchen Fällen denke ich mir wirklich, sich das Europäische Parlament stärker durchsetzt, und nicht in allen, oft genug, aber das Europäische Parlament ist nichts intelligenter als die Nationalparlamente. Aber das eine und andere kommen durchaus von der europäischen Ebene wirklich gute Initiativen, dass man tatsächlich versucht, das umzustellen. Nur dazu bedarf es meines Erachtens mittlerweile nicht keiner Bewegung von unten, weil das, was wir ja jetzt in Europa haben, wir haben ja anstatt den Trend zu mehr Europa in Summe, oder vielleicht haben wir den global, aber wir haben ja, schauen wir uns Italien an, schauen wir uns Spanien an, überall Separationsbestrebungen, neue nationalistische Tendenzen, Abspaltungen etc. Das heißt, durch die Situation, in die wir hineingeraten sind, leiden wir ja momentan eher an einem Zerfallsprozess, wo alles versucht, sich irgendwo hinwegzustreben und nicht an einer Situation, wo man wirklich versucht, gemeinsam an einem schöneren, besseren Europa, wie auch immer es ausschauen soll, zu arbeiten. Ja, das, ich glaube auch, ich meine, ich möchte das jetzt schon fast gar nicht mehr sagen, weil du hast das so geschildert und ich sehe das eigentlich auch so, dass der Druck immer größer werden wird. Aber was ich gemeint habe vorher, ob es so Gegeninitiativen gibt, man hört immer nur von den Finanzen und von der Wirtschaft und von den Jahren, die sie brauchen und so. Aber ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel gehört von einem Studenten, der da geschickt wurde nach Ostasien und die untersuchen dort Wasserleitungen und finden furchtbare Verhältnisse und
und arbeiten da. Ob es gibt in Griechenland vielleicht welche, die für die Europäische Union sich darum kümmern, dass Fachleute da hinkommen, vielleicht junge Leute, die noch mobil sind und sich darum kümmern, dass alternative Energie aufgebaut wird, das Richtige, dass Produktionen, die noch existieren, oder es gibt sowas. Ich meine, es ist viel zu schwach. Du bitte, möglich, ja. Es ist, ja, aber ich meine nur, gibt es das überhaupt? Ja, macht Europa da auch was oder reden die nur? Es ist ja eine Verteilungsfrage, ich habe da völlig recht, und dass es nicht möglich ist, dass in Griechenland dann unten der Raffa schlammt, das habe ich auch beobachtet. Das ist alles klar. Nämlich, dass die Lebensmittelproduktion dort, die muss da besser funktionieren können, und dann ist es eine Frage der Produktionsbedingungen, und dann ist es ganz stark eine Verteilungsfrage. Schauen wir innerhalb von Griechenland nur. Die haben nämlich eine Anzahl von Millionären, sogar Milliardären, die größer sind als in Österreich. Ich meine, da geht ja die Dienen. Ist alles richtig, aber die Not ist auch da. Ja, eh. Und da muss man nicht nur die Finanzen ansetzen, sondern auch woanders. Das aber es gibt verdammt nochmal auf dem Kontinent genug zu essen, wenn man es hinfahren muss. Aber das ist ja nicht einmal notwendig, weil man nur die primitivsten Produktionsbedingungen der Landwirtschaft und die Auge haben muss. Ja. Und da muss man dafür schauen, dass die Leute nur Geld haben, dass sie sich das auch noch kaufen können. Also machbar ist das alles, sagen wir mal so, dass jetzt keine Grünen dazu brauchen. Mit welcher, ich frage mich ganz was anderes, weil es ja Kapitalismus hin und her, mit welcher Absicht so ein Schwachsinn überhaupt organisiert wird, zusätzlich von der Politik, von wem werden die überhaupt zahlen? Was sind denn das für Agenten? Das frage ich mich ja für eher. Ne? Ja, das ist klar. Also, das, was der Martin ja richtig gesagt hat, was ich sage, ist gut. Also, es sind ja nicht nur einzelne Länder quasi im Konkurs, sondern es ist ja das gesamte Weltwirtschaftssystem eigentlich im Konkurs. Wenn man sich anschaut, wie hoch die USA verschuldet ist, wie hoch allein Deutschland mit 2 Billionen verschuldet, ja. Wie groß ist Europa? Das ist eine Verteilungsfrage, weil das steht immer auf der anderen Seite. Das, was wir momentan, erleben, ist das, was der Martin recht richtig gesagt hat, ja, dass wir, weil sozusagen die Ansprüche der Finanzwirtschaft und die Leistungsfähigkeit der Realwirtschaft immer weiter auseinandergegangen sind. Ja. Da hat es früher gewalttätige Lösungsmöglichkeiten gegeben, indem entweder die Gläubiger aufgeknüpft worden sind, eine Revolution hat es gegeben, Krieg und so weiter, und haben über Null bekommen. Das ist im heutigen Europa Gott sei Dank nicht mehr so leicht möglich, oder zumindest nicht mehr üblich. Ja. So, und jetzt wehrt man sich gegen die Tatsache, dass das Ganze nicht mehr bezahlt werden kann. Ja? Und dass es eigentlich das bräuchte, ein geordnetes Konkursverfahren der Weltwirtschaft oder der europäischen Wirtschaft, wie auch immer. So, und solange sich die traditionelle Politik dagegen wehrt, wird dieses schwarze Peter-Spiel gespielt. Das heißt, die Schulden werden einmal den Schwächsten zugeschoben. Ja? Das sind momentan nur die Griechen. Ja? Werden demnächst vielleicht andere sein. Ja? Aber das, was dahinter steckt, ist noch ein viel, viel größeres Problem, und das hat nichts mehr mit traditionellem Kapitalismus zu tun, sondern wir haben eine gigantische, eigentlich haben wir keine Krise mehr, sondern wir haben einen Zusammenbruch des Wachstumsparadigmas. Ja? Weil wenn wir uns anschauen, wo wir heute schon ökologisch stehen, ja, und über Geld kann man immer reden, ja, das sind letztendlich Zahlenpapiere, aber die Biologie und die Physik, die kann ich nicht aushebeln. Und wenn ich mir anschaue, wo wir auf dem Planeten heute schon stehen, ja, Klimawandel, Überfischung, die letzten Ackerflächen werden aufgekauft, die Regenwälder werden abgekauft, Überbevölkerung, alles drum und dran, ja, dann ist es hundertprozentig klar, dass es mit traditionellem Wachstum nicht mehr weitergehen kann. Ja. Und das ist überhaupt die Krise des Jahrhunderts, das ist das, was wir Finanzkrise nennen, ein Lehrfallschaß dagegen. Ja. Weil da müssen wir uns wirklich überlegen, wie kommen wir zu Wirtschaftssystemen, die einer Postwachstumsökonomie entsprechen. Ja? Und da sind nicht einmal die Grünen noch so weit. Ja, wir haben jetzt die Sommerakademie mit der Grünen Bildungswerkstatt zu dem Thema gemacht. Das ist heftig. Ja? Weil da kann ich mir den Green New Deal und so weiter und diese ganzen Geschichten. Ist ganz nett, ja, aber das wird gar nicht die Lösung sein. Ja? Und da sind wir überhaupt nicht einmal an der Oberfläche haben wir da geglanzt, was diese Debatte betrifft. Ne? Das war auch eine Verteilungsfrage dann. Ja, natürlich, da wird dann die Verteilungsfrage elementar. Zwar so, das eine ist, je später man damit beginnt, das Problem zu lösen, umso schwerer wird es. Ja. Das ist die eine Geschichte. Und die zweite Geschichte, das ist ja wirklich grün intern schön zu beobachten, wenn man jetzt zurückdenkt, einmal 25 Jahre, wo man
eigentlich noch im großen Maß fast alle Grünen das Problem erkannt haben, gesagt, das exponentielles Wachstum, das kann nicht gut gehen, eigentlich suchen wir eine Wirtschaft ohne Wachstum, bis hin zu jetzt, wo auch wir in Wirklichkeit, um die Krise bewältigen zu können, wir schwinden uns dann manchmal mit qualitativem Wachstum herum, aber eigentlich momentan zumindest auf eine Wachstumsphilosophie aussetzt. Ja, klar. Ich wollte eigentlich sagen, wir haben jetzt 2 Stunden diskutiert und Volkers Aufruf, das globale Wirtschaftssystem zu stürzen, wäre ein schönes Endwort. Ich wollte euch beiden noch die Möglichkeit für den Schlusswort geben. Martin hat es schon gebraucht. Nein, bleibt gut.